Na, okay. Gut, dann gehen wir jetzt rüber zum Video. Ist Jurassic World auf einem Level mit Jurassic Park? Podcast-Episode Nummer 17. Mit dem lieben Andy von Screenfire. Auf jeden Fall mal vorbeischauen, auch den Kanal abonnieren. Lohnt sich auf jeden Fall. Bin ich jetzt mal sehr gespannt. 1 Stunde 10 geht die Nummer jetzt hier. Bin ich mal gespannt, was es auf die Frage, ist Jurassic World auf einem Level mit Jurassic Park, jetzt 1 Stunde lang zu besprechen gibt. Die Antwort ist nein. Sehr schön. Gut gemacht auf jeden Fall. Legen wir mal los und gucken, was Screenfire, Andy und sein Gast zum Jurassic-Universum zu sagen haben. Hallo, Servus und willkommen bei Screenfire. Ich bin der Andy und etwas hat überlebt und es war keine gute Filmreihe. Okay, abgesehen davon, dass ich das Bild gerade nochmal anpassen muss. Der Titel von dem Video lautet: Ist Jurassic World auf einem Level mit Jurassic Park? Und die Einleitung ist: Jurassic World ist keine gute Filmreihe. Das ist eigentlich die Antwort. Der Titel. Ja, der Titel, komm. Wir reden zum 30-jährigen Geburtstag von Jurassic Park über die gesamte Reihe und zwar zusammen mit der Toni, Hallo Andy. die wegen ihrem Username. Erstmal ganz kurz die T-Shirts abchecken. Wo kommt denn? Das ist egal. Also, Andy hat auf jeden Fall hier ein Jurassic Park T-Shirt an und sie auch. Das ist schon mal sehr sympathisch. Menschen mit Jurassic World T-Shirts generell sind auch Team Kong im Godzilla-Franchise. Das ist wissenschaftlich so belegt. Namen Toni Saurus auch ein sehr großer Dino-Fan ist. Nein, du Also hast es den ist Namen so andersrum, aber andersrum ja. beginnt. Mir ist es auch gerade aufgefallen. Grammatik und so, schwere Sprache. Aber ja, du bist großer Dino-Fan, wollte ich sagen. Und darum hatten wir uns ganz fest vorgenommen, über die Filme zu reden. Erinnerst du dich noch dran, wann du und welchen Jurassic Park du zuerst gesehen hast? Ich nehme an, den ersten. War der erste? Bist du mit dem ersten gleich? Ja, ich nehme an, das war. Hat Andi da einfach so eine Gaming-Arcade-Maschine im Hintergrund stehen? Das ist ja krass. Mann, schon 30 Jahre her, ich bin alt. Dieses Jahr wird Jurassic Park sogar 31 Jahre. Tja, warst du damals im Kino? Im Fernsehen, denn wir waren kein Videohaushalt, wir waren ein lineares Fernsehenhaushalt und ja, Das tut mir das sehr leid. war. Ich habe es überlebt. Moment, Moment. Willst du damit sagen, deine Mutter war so ein bisschen ein technischer Dinosaurier? Nee, wir Oh, tut mir leid, der war schlecht, waren ich nur arm. weiß. Entschuldigung. Oh Gott, ey. Ey, das ist ja das Fettnäpfchen des Jahrhunderts gewesen. Huch, das wäre mir aber auch passiert. Nee, wir waren nur arm, Entschuldigung. Uiuiui. Willst du damit sagen, deine Mutter war so ein bisschen ein technischer Dinosaurier? Nee, wir Tut mir leid, der war schlecht, ich waren nur arm. weiß. Achso, tut mir auch leid. Nee, das ist Eieieiei, nicht dein oh Problem, Gott. aber das. Ey, ich schwör's, das wäre mir genauso passiert. Ich bin auch so krass prädestiniert dafür, in Fettnäpfchen zu treten, gerade bei Unterhaltung. Es ist. Oh Mann. Ui. Hoppla. Weiter geht's. Das war einer der Filme, für den ich aufbleiben durfte. Oh. Ja, so 20:15 Uhr. Und normal, je nachdem, in welchem Alter, geht man um 8 oder um 9 ins Bett. Aber das ist ein Film, für den durfte ich vorschlafen und wach bleiben und ihn mir ansehen, als ich klein war. Denn ich bin Toni und ich mag Dinosaurier.
Das solltest du zu deinem Motto machen. Das ist tatsächlich sehr oft. Manchmal fragen mich Leute, warum hast du nur so Dino-Tattoos? Und dann sage ich, hi, ich bin Toni und ich mag... Oh, Mr. Arnold. Jetzt habe ich eben nicht aufgepasst. Was ist eben gerade passiert? Ist die Hand runtergefallen? Ich wollte eben gerade schon sagen, ey, diese Hand hat sich doch eben gerade bewegt. Aber ich dachte, das soll so sein. Machen. Das ist tatsächlich sehr oft. Manchmal fragen mich Leute, warum hast du nur so Dino-Tattoos? Und dann sage ich, hi, ich bin Toni und ich mag... Oh, Mr. Arnold. Warte, Moment. Das hat mir jetzt die Punchline versaut, aber es ist auch wirklich, es hat wirklich was von Jurassic Park. Oh, Mr. Arnold. Oh mein Gott, ja. Gut. Wo war, also für die, die jetzt nur zuhören und kein Bild sehen, die Gummihand, die abgehackte Gummihand, die oben steht, ist gerade runtergefallen und hat mich sehr erschrocken. Hat sie was kaputt gemacht? Ja, aber ich weiß nicht genau was. Das sieht nach Lego, ja. Entschuldigung, Klemmbausteinen aus. Genau. Nee, bitte Lego-Bausteine sagen. Ich will, dass Lego die Rechte an den Begriff verliert und das zu allgemeingültigen Begriffen werden, weil Gründe. Egal. Zurück zum Thema. Zurück zum Thema Jurassic Park. Boah, jetzt bin ich wach. Nicht dank, zuletzt dank des tollen Paulaner Spezies. Hashtag keine Werbung. Hashtag keine Werbung. Aber wir wären offen für Sponsorship. Immer. Wenn Paulaner sponsern möchte, jederzeit. Ich würde auch einen Flötzinger nehmen, das ist okay. Max Köpfle? Okay, nicht Thema dieses Podcasts. Okay, wir wissen jetzt auf jeden Fall, wie diese Stunde zustande kommt. Okay. Ja. Ich muss lachen, ich weiß, ich komme auch nicht auf den Punkt. Aber das ist schon ganz weit vom Thema abgeschweift. Das ist, ich darf das anmerken, weil ich bin ja genauso, ne? Krass. Ja. Genau. Warst du fertig mit deinem Segment, wie du zu Jurassic Park gekommen bist? Also man kann meine Persönlichkeit abschließen mit Hallo, ich bin Toni und ich mag Dinosaurier. Ja. Ja. Kann ich eigentlich fast übernehmen. Du hast es ja vorhin oben im Wohnzimmer schon gesehen am Wäscheständer. Wir versuchen, unsere Tochter ein bisschen vielleicht Richtung Dinos zu drücken, indem wir irgendwie jedes gefühlte zweite Kleidungsstück mit Dinosauriern kaufen. Das ist eine sehr gute Idee, aber auf jeden Fall von Jurassic World fernhalten. Nur Jurassic Park Sachen. Jurassic World Sachen müssen direkt als was Böses eingebrannt werden. Das ist ganz wichtig. Weißt du noch, was mein Geschenk zur Geburt war? Wir haben so viele Geschenke bekommen. Anka wüsste es bestimmt. Schatz, du wüsstest es, oder? Schatz? Ich glaube, sie hat ja gerufen. Okay. Aber ich meine, war es eine Dinosaurierdecke? Nee, es, also es war... Oder war es ein Strampler? Es war ein Strampler und ein Dino-Spucktuch, glaube ich, war auch dabei. Ja, sowas hatte ich im Kopf. Aber und der ja. Strampler war sehr groß, weil euer Kind sehr klein war und hat erst sehr viel später gepasst. Aber es ist gut, wenn man was für die Zukunft hat. Ja, das definitiv. Ist übrigens unser Go-To-Geschenk. Für was? Und? Eine Karte mit Alien drauf. Ah, okay. Ich habe jetzt nicht verstanden, was. Erst verstanden, was. Aber genau, jetzt bin ich vollkommen irritiert. Dinosaurier sind gut. Ja. Ich wollte erzählen, wie ich zu Jurassic Park gekommen bin. Ja. Genau. Ich war in der ersten Klasse. Irgendwie ganz viele Geschichten von mir, wie ich zu Filmen gekommen bin. Bei Indiana Jones war es ja auch so. Fang damit an. Ich war in der ersten Klasse. Aber da war es auch so, erste Klasse. Ich erinnere mich noch, wie der Film ins Kino kam. Und ich ihn nicht sehen durfte, weil ich war 7 Jahre alt. Und 7 und 8. Und der ist ab 12? Der ist ab 12. Und er lief bei uns hier aber im Ort im Kino. Und es ist ein sehr kleines Kino. Es war eher sowas wie kein richtiges Kino, sondern das war eine Ortshalle, die angemietet wurde, so für einen Kinoabend einmal die Woche. Und dann wurde ein Projektor aufgestellt und dann wurde der Film gezeigt. Und im ersten Film war ich auch noch nicht drin gewesen. Hab die nur Tattoos, weil ich länger wach sein durfte, Kappa. Ja, tatsächlich. Ja, hab ihn im Kino gesehen und später auf Kassette gehabt. Ich hab die sogar noch da, die VHS-Kassette. Die steht da hinten.
Das Teil hier habe ich mir auch nachträglich erst nochmal gekauft, muss ich aber zugeben. Und eigentlich habe ich mir das Ding hier auch nur gekauft gehabt, wegen dem, was da drin ist. Und zwar einmal die VHS. Übrigens ist die VHS-Qualität vom Film wesentlich besser als die Blu-ray-Qualität. Und schlechter als die 4K-Qualität. Das ist halt so eine, was weiß ich, so eine Special-Box. Das kann man, glaube ich, ganz gut erkennen hier, ne? Mit dieser Marmorierung, mit der Musterung. Schon ein bisschen angestaubt auch, aber ich habe das damals bei eBay gekauft, vor einem Jahr, glaube ich, erst. Und ich mag halt sowas hier. Das sind, das ist so ein Heftchen. Es ist quasi gestaltet, als wäre es ein Tagebuch von jemandem. Ich glaube, von Lex soll das sogar ein Tagebuch sein. Da sind dann eben so ein paar Auszüge mit drin über die Isla Nublar, wie man dann eben da gelandet ist, und ein paar Dinosaurier-Skizzen sind da, glaube ich, auch mit drin. Ja, selber gezeichnet mit Fotos und allem drum und dran. Ist schon geil, oder? Also es ist halt jetzt kein großes Heftchen, aber ich finde das schon ganz nett. Ich meine, das wäre das Tagebuch von Lex. Ich bin mir nicht ganz sicher. Irgendwo steht es, glaube ich, aber auch drin. Vielleicht kommen wir auch selber drauf, von wem das ist. Dr. Henry Wu sagt, dass alle Tiere im Jurassic Park Weibchen sind. Könnte auch von Tim sein, oder? Ist das nicht sogar ein Zitat von Tim aus dem Film? Dies wurde durch entsprechende... Durch entsprechendes Steuern ihrer Chromosome erreicht. Ey, diese Schreibschrift ist auch ganz schwer zu lesen. Da haben wir noch einen Velociraptor. Da steckt noch Liebe drin. Ja, gell, voll, finde ich auch. Ich fand auch früher diese Anleitungsheftchen, die in manchen Spielen noch drin waren, fand ich total geil. Und heutzutage bekommst du einfach nur so eine leere Packung vor die Linse geschissen und das war's dann. Wenn ich so sehe, wie so heutzutage einfach so Special-Versionen oder Steelbooks ein Unboxing bekommen und da ist einfach nichts drin. Also, das war früher echt ein bisschen anders. Guten Abend zusammen. Dir auch einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass du am Start bist. Ja. Das war auf jeden Fall das. Und das hier ist wirklich eine VHS-Kassette, ne? Jetzt passt mal auf, was in der Special-Version habe ich sie da nicht stehen. Die Special-Version auf jeden Fall von der gesamten Jurassic-Saga von Teil 1 bis Dominion kostet einfach, ich glaube, 80 Euro. Da ist einfach nichts drin. Außer so ein billiger Papierschuber, der sofort kaputt geht, sobald ihr auch nur eine von diesen DVDs rausholt. Und dann eben einmal die Blu-ray und eben einmal die 4K-Version. Das war's. Da ist nichts Specialiges dran. Null, gar nichts. Scheißdreck. Schöne Dino-Ecke. Vielen Dank. Vielen Dank. Habe ich auch heute erst eingerichtet. Dieses Herr-der-Ringe-Ding da hinten. Dieses Tabletop-Brett, das ganz große. Das stand nämlich zuallererst hier auf dem Tisch drauf. Und ich fand das voll kacke. Weil das einfach überhaupt nicht zum Räumlichen gepasst hat. Und dann habe ich nämlich heute einfach hier das Brettspiel aufgebaut mit den Hintergründen da, mit Jurassic Park, Jurassic Park, Jurassic Park. Das Brett hier unten, das will ich noch zuschneiden, damit es unter den Tisch kann, weil... Naja. Da eben das ganz viel Zeug mit drunter ist. Unter anderem eben auch Kabelkram für das Zeug da hinten, was da leuchtet. Deswegen wird das Brett dann noch zugeschnitten und dann kann es unter den Tisch drunter. Das ist so der Plan. Okay, jetzt bin ich hart vom Thema abgekommen, merkt ihr das? Deswegen darf ich sowas auch kritisieren, weil ich einfach selber extrem leicht und sehr gut und sehr lange vom Thema abkommen kann. Kennst du noch die Jurassic Park Figuren von der Firma Kenner? Die waren damals mega beliebt, die Jurassic Park Figuren. Meinst du die? Waren das die? Da habe ich noch einen anderen Raptor auch da hinten, der kann sogar noch, das muss ich mal ganz kurz zeigen. Diese Raptoren, diese Figuren von den Raptoren, die sind aus dem Jahr 93. Achtung.
war das? Oh. Das Vieh hat immer noch Batterie, die geht einfach immer noch. Moment. Das könnt ihr jetzt nicht hören, weil das Mikrofon nicht empfindlich genug eingestellt ist, aber das Teil hat einfach immer noch Sound drin. Das kann immer noch Geräusche machen. Dann gucken wir mal weiter. Was ja eigentlich fast noch eine schönere, kleinere, intimere Möglichkeit ist, so einen Film zu sehen. So habe ich Independence Day zum Beispiel auch gesehen. Mhm. Ja, und da war es dann so, ich habe überlegt, meine Eltern haben es mir verboten. Und ich habe mir dann überlegt, ob ich nicht meine Mutter beklauen soll und dann einfach mein Bett mit Kissen auszustopfen und über den Balkon abzuhauen, um nachts ins Kino zu gehen. Du Rebell. Ich habe es aber nicht getan. Oh. Enttäuscht. Ich habe es erst bei Terminator. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich Jurassic Park 1 damals gesehen habe. Ich glaube, dass ich den einfach sehen konnte, weil mein Bruder den mal mitgebracht hatte, auch auf VHS, und mir den einfach gezeigt hat. Ich glaube, so ist das passiert. Ja. Ich meine, im zweiten Film war ich auch schon im Kino und da war ich 7. Da war ich auch mit meinem Bruder und meiner Mutter im Kino gewesen. Mit der 2 später getan. Aber da hatte ich den Gedanken, das zu tun als Kind. Und war sehr, also ich war Dino-verrückt und war dann sehr besessen, eben davon, diesen Film zu sehen. Und er kam auf Videokassette raus und dann, als er da war, war meine Mutter so, da war ich dann ein Jahr älter ungefähr. Also, ich weiß, hat sie den Videothekenbesitzer gefragt, ist der Film so schlimm? Und der hat dann gemeint, ich habe ihn schon so angeschaut, so ein Blick aus, sag jetzt bitte nichts Falsches, bitte, bitte, bitte. Also wirklich so, ne, mit großen Augen. Und er meinte, nein, der ist nicht so schlimm. Okay. Was witzig ist, weil ein Jahr später durfte ich Schweigende Lämmer gucken und es war dann okay. Also der ist auch nicht so schlimm. Fun Fact, habe ich auch ein Tattoo dazu. Ja. Stimmt. Ja. Was hatten Sie auf dem Arm tätowiert? Das ist aber kein Dino, ne? Das sieht aus wie ein Pferd. Das hier. Ist das das Vieh von Avatar? Es könnte sein. Seit Jurassic Park und King Kong bin ich verliebt in Dinos. Seit dem Peter Jackson King Kong, meinst du? Oder dem ganz alten King Kong? Ja. Aber ja, dann habe ich ihn gesehen und ich war gehuckt an der Reihe. Ah, also an der Reihe, ja. Dinos haben mich vorher schon gehuckt. Ich hatte so ein Was-ist-was-Buch mit Dinosauriern. Das habe ich vorwärts und rückwärts gelesen. Aber ja. Ich hatte alle möglichen Gummi-Plastik-Dinosaurier. Ja, sowieso. Und natürlich wusste ich alle lateinischen Namen. Und ich wusste aber nicht, aus welcher Epoche. Ja. Ja, also das wusste ich auch nie. Wusste das nie, das weiß ich bis heute nicht. Diese Epochen kann ich mir unfassbar schwer merken. So wie Colin Trevorrow auch, der einfach den Giga und den T-Rex in dieselbe Zeit katapultiert hat und deswegen alle da draußen ausflippen. Das ist so unrealistisch. Das als Kritikpunkt bei Dominion anzubringen, ey, das ist schon schwach. Zeit, ne, das hätte ich nicht sagen können als Kind, aber zumindest die lateinischen Namen und ob sie Pflanzenfresser oder Fleischfresser sind. Aha, das hast du. Ja, Jura, Kreidezeit und Trias, aber ich weiß halt nicht, wann welcher Saurier wo gelebt hat. Das meine ich. Wann hat der Spinosaurus gelebt? Keine Ahnung. Hast du aber alles wieder vergessen, denn ich weiß noch in deiner Trailer-Analyse zu Jurassic World Dominion, Hast du einen Apatosaurier als Brachiosaurus bezeichnet? Okay. Was hat er gemacht? Oh, das müssen wir uns jetzt anschauen. Gab es eine Trailer-Analyse von Screenfire? Eine Trailer-Analyse, das will ich jetzt sehen. Das ist doch wieder Zeit, um auf Jurassic World Dominion rumzubashen. Nee, gibt's nicht. Oder er hat einfach keine Ahnung. Schade. Das hätte ich jetzt wirklich sehr, sehr, sehr gerne gesehen. Sehr, sehr gerne gesehen. Und dass sie am Anfang sie sogar in die gleichen Farbschema-Klamotten gesteckt hatten. Ja.
so manipulativ und... Naja, aber das war doch ganz offensichtlich, weil sie wissen, dass Jurassic World zwar ein riesengroßer Haufen Kot war. Das... Hey, die haben bei Jurassic World 1 haben die das schon gemacht. Das ist, also Owen ist schon gekleidet, dass man direkt erkennt, der ist jetzt Dr. Alan Grants Ersatz. Obwohl die nicht zwingend dieselben Klamotten anhaben. Aber die sind ja nicht bescheuert. Diese ganzen Filme, deswegen sind die ja auch nichts Neues. Deswegen freue ich mich so drüber, dass der neue Jurassic-Film auf jeden Fall was Neues werden soll. Auch wenn es nach Dominion spielt. Aber das war alles immer nur, keine Ahnung, Ellie Sattler hat dieselben Klamotten in Dominion an wie 1993. Der Film spielt 22, glaube ich, ne? Damit der letzte Dulli versteht, das ist dieselbe Figur. Auch Ian Malcolm hat immer noch seine selbe, die gleiche Lederklamotten an. Wie im ersten Film sogar. Das ist halt dumm, einfach. Das ist so, weiß ich nicht. Na komm. Ungefähr so groß wie der Haufen Kot, das... in Jurassic Park 1. Triceratops in Jurassic Park 1, ja. Ich versuch's jetzt wirklich mal, vergessen wir für eine Sekunde mal Fallen Kingdom. Rein für sich gestellt hat das für mich in Dominion einfach nicht funktioniert. Er ist sehr manipulativ, ist das, aber nicht die gute Art von manipulieren, sondern dieses Abfrühstücken von Gefühlen. Ja. Und ich glaube auch, dass... Hat dass leider der, trotzdem bei mir funktioniert, muss ich sagen. Also im Rahmen. Es ist immer noch für mich der vorletzte Platz. Alles fein. Ich versuch nur meine. Ja, ja. Ich will es dir gar nicht wegnehmen. Das Dominion ist der vorletzte Platz. Oh, da gibt's Diskussionsbedarf. Der letzte ist dann wahrscheinlich sogar Fallen Kingdom, ne? Das ist traurig. Wenn du Spaß trotzdem damit hattest. Auch dass der Bösewicht ein Steve Jobs-artiger Appleheimer Dodson. War. Das ist Dodson! Dodson! Entschuldigung, das war eine Anspielung. Ja, ich weiß. Laut Buch trägt Malcolm aber auch immer das Gleiche. Das stimmt, ja. Das ist richtig. Aber ich glaube nicht, dass die das im Film gemacht haben, weil es im Buch so stand. Weil, wie gesagt, Ellie hatte auch dasselbe an. Grant musste diesen Hut wieder aufsetzen. Du darfst auf gar keinen Fall... Es will nicht riskiert werden, dass du nicht verstehst, wer diese Figuren sind. Das ist halt, ja, manipulativ, das ist schon richtig. Ich finde das auch, das sind nicht nur die Szenen, ey, es sind ganze Nachbauten an Szenen. In Jurassic World Dominion, der Extended Cut fängt damit an, dass wir sehen, wie, es sind zwar diese Dread Noctis-Saurier, glaube ich, die da im Wasser rumlaufen, aber es sind wieder Langhälse, die in so einem See rumlaufen. Und erzählt mir nicht, ja, das kann doch aber auch, nee, das machen die, weil die euch damit einfach catchen wollen. Damit man sich dann eben denkt, oh, Nostalgie, früher war alles so schön. Aber das klappt halt einfach nicht. Und du sollst doch diesen Film jetzt geil finden und nicht das, was früher geil war. Und Dominion macht das ja nur. Was werden jetzt hier für Texte reingehauen? Eigentlich ist der Titel Jurassic in Jurassic Park total falsch. Jedenfalls in den Filmen Stopp wird nicht Jurassic Park angegriffen. Es gibt vielleicht ein oder zwei Dinos, die in dem ersten Film, ja, das mag sein, das kann gut sein, aber dazu musst du auch wirklich sagen, Marketing halt, ne? Du wirst, das Marketing, das hört sich einfach am coolsten an. Jurassic Park hört sich cooler an als, was weiß ich, Trias Park. Zum Teil Trias, zum Teil Jurassic Park. Ja, alles Quatsch. Jurassic Park ist der geilste Name einfach. Ich wurde Dino-verrückt durch eine Doku in meiner Kindheit. Die bestand, glaube ich, aus 4 Teilen. Wahrscheinlich meinst du im Reich der Giganten oder sowas. Hatte den Titel, danach steht's ja sogar da, dass der Zahn, die Feder und so weiter, okay, habe ich noch nie gehört. Die hatten wir auf VHS aufgenommen und auch immer Godzilla gefeiert. Ja, sämtliche alten Dino-Filme, wenn sie im Fernsehen liefen und Jurassic Park. Dann mit meinen Eltern irgendwann über Live-VHS. Ja, ja, ey, generell hat das ja früher, hat das viel mehr Spaß gemacht, finde ich, da auch mal so irgendwie heimlich irgendwas zu gucken. Das war schon cool gewesen.
Wir müssen jetzt mal ganz weiter gucken. Ich will jetzt mal ganz kurz hören, warum, ob sie es überhaupt noch thematisiert, warum sie Jurassic World Dominion nur auf den vorletzten Platz setzen würde. Den Film, in dem der neue Hauptantagonist eine Heuschrecke ist. Ich weiß, aber du weißt, was ich meine. Ja, ja, weiß ich. Das ist halt, das war für mich, es ist halt so, du weißt, große Firmen sind böse. Ja. Und mir geht es nicht darum, dass man diese Art... Ja, kleiner Spoiler, ist aber halt meistens auch schon so. Nicht jetzt unbedingt böse, aber große Firmen wollen nicht unbedingt dein Wohl fördern, ne? Das ist jetzt nicht so weit hergeholt. Ist eine plumpe Geschichte, ja, aber das ist... Ne, so, ist halt... Er ist einfach halt so ein... Wie heißt der neue Chef von Apple? Der wird auf jeden Fall in Louis Dodgson dann gemimt. Ich fand den nicht verkehrt, Louis Dodgson. Mir hat der ganz gut gefallen im Film tatsächlich. Ich mochte das leicht Überzeichnete so ein bisschen. Und dieses Hektische auch. Der hat halt schon so einen Charakter irgendwie gehabt. Das mochte ich dann doch ganz gerne. Nicht erzählen kann, ne? Diese Nestle-artige Firma, die Dinosaurier eben unter Kontrolle bringen. Aber das hast du in Jurassic Park auch schon. Ingen versus Biosyn. Ja. Ja, aber nur im Buch, nicht in den Filmen. Aber da wurde es für mich nicht so mit dem Holzhammer reingezimmert. Mir geht es nicht darum, was erzählt wurde, sondern wie es erzählt wurde. Ja, original, das habe ich aber auch schon gesagt. Die Idee, dass man sagt, okay, wir benutzen, das ist ein unpraktisches Bild für Ami. Gut. Wir benutzen diese Biotechnologie noch weiter, um eben nicht nur Saurier zu erschaffen, sondern eben auch, um damit mehr anzufangen. Das wird auch im Buch schon angesprochen. Im Buch wird beschrieben, dass die Menschen angefangen haben, Forellen zu züchten, die leuchten, damit Angler die auch im Dunkeln sehen können. So Sachen wurden im Buch eben auch schon beschrieben. Das heißt, es macht doch irgendwie Sinn, dass die jetzt so weit gehen und dann versuchen, durch diese biologische Technologie in das Wirtschaftssystem einzugreifen. Das macht irgendwo nachvollziehbar Sinn. Aber warum mussten es dann Heuschrecken sein, die riesengroß sind, die Felder abfressen, aber nur die, die nicht von Biosyn bestellt sind, und keiner kommt auf die Idee, was dahinter stecken könnte, außer Ellie Sattler. Kein anderer rafft es. Niemand kommt dahinter. Das ist wirklich, also sogar die in dieser Uni, ich meine, in Biosyn ist ja eine riesige Universität auch, sogar da müssen doch Leute mitbekommen haben, okay, es werden Felder abgefressen, die nicht von Biosyn bestellt sind. Da muss doch irgend so ein Zonk auf die Idee kommen, da stimmt doch irgendwas nicht. Keiner rafft es, niemand rafft es, außer unsere drei Hauptcharaktere, eigentlich sogar nur zwei, nämlich Ian Malcolm, der einfach Buchautor ist für diese korrupte Drecksfirma Biosyn, was null zum Charakter passt, und eben Ellie Sattler. Das sind die beiden einzigen, die es gecheckt haben. Sonst hat es keiner gerafft. Das ist halt, was Andi eben auch meint, so die Grundidee, die ist ja schon da und die passt auch, aber die Umsetzung ist halt echt schwach. Und wenn ich es halt so ins Gesicht geschlagen bekomme, diese ganzen unterschwelligen Botschaften, die eigentlich gar nicht mehr unterschwellig sind, dann muss ich innerlich mit den Augen rollen, weil ich mich, es ist für mich halt so ein billiger Manipulationsversuch, etwas dazu zu empfinden, plus eine Geistershow mit Dinos, die alle 10 Minuten wechseln. Ja, nimm den finalen Kampf. Der finale Kampf ist exakt, was du sagst. Der finale Dinosaurierkampf, nicht der finale, also ist auch irgendwie der Menschenkampf, aber der finale Dinosaurierkampf ist natürlich wieder Rexy dabei. Rexy ist der Dinosaurier, der T-Rex, der seit dem ersten Jurassic Park immer der T-Rex, nicht immer, aber meistens der T-Rex. Meistens. Ist, und vom... Ach so, ja, nee, ja, hat kurz nicht gerafft, was da gesagt wurde. Ich habe gerade voll auf dem Schlauch gestanden, aber es stimmt, was sie gesagt haben, ja. Ersten Dino-Bösewicht zum absoluten Dino-Helden wurde über die Reihe. Und natürlich fieberst du dann mit, wenn sie kämpft. Nee, und Rexy war auch nie ein Bösewicht. Erstmal der Name Rexy ist ja schon sehr bescheuert, aber gut. Aber der T-Rex war eigentlich früher, das war halt ein Tier gewesen. Das sehen wir in Jurassic Park 1 ja auch total gut eigentlich, dass der T-Rex am Anfang erstmal dann versucht, neugierig, nachdem er ausgebrochen ist, zu den Autos hinzugehen und erstmal gucken will, was da überhaupt abgeht. Und dann fängt er ja erst an, aggressiv zu werden, nachdem Lex ihm mit dieser Maglite voll in die Fresse leuchtet. Und dann lässt er aber auch schon wieder von denen dann ab später,
und taucht dann irgendwann nochmal auf, weil das ja sein Revier ist. Und dann sehen wir ihn danach, wie er wieder jagt und die Gallimimus frisst. Also der verhält sich halt echt wie ein Tier. Auch in Jurassic Park 2 fand ich das noch so. Und in Jurassic World ist der halt, da ist der so wie so ein Hund irgendwie. Der ist so, keine Ahnung. Und das hat eine der besten Szenen und gleichzeitig auch schlechtesten. Dann gibt es diese Szene, da ist so ein Brunnen und da ist das Logo drauf und es regnet und dann kommt Rexy, der Brunnen hat so einen Kreis und dann kommt Rexys Gesicht rein und dann brüllt sie da und das ist halt das Jurassic Park Logo. Aber das fand ich ganz cool tatsächlich, oder? Es ist billig und plakativ, aber ich fand das schon ganz cool, weil das passt ja irgendwie. So dieser Kreis war ja eben da, der stand halt da und dann brüllt sie dann genau da. Das fand ich irgendwie schon ganz cool. Meinem T-Shirt, für alle, die gerade nicht zusehen, ist einfach das Jurassic Park Logo und ist eine wunderschöne Szene. Und dann kommt dieser Kampf und du weißt, Rexy wird nicht sterben. Nach so vielen Filmen, sie können den... Ich habe, glaube ich, sogar in einem Video gesagt, ich glaube, Rexy stirbt tatsächlich, weil es das Finale sein sollte und es wäre ein emotionaler Haken irgendwie gewesen. Gibt auch einen super schönen Fan-Kurzfilm, wo man eben sieht, wie Rexy dann auch stirbt und dann bricht Rexy dann quasi zusammen, nachdem sie den Giga getötet hat und dann erscheinen dann irgendwann Buck und Doe, also die beiden Rexe aus The Lost World. Und dann ist das ganze Ding eben vorbei. Das finde ich ein viel geileres Ende. Mal ein bisschen Drama da auch reinbringen, so ein bisschen mal irgendwas endgültig wirken lassen. War aber eben nicht so. Die Dino nicht umbringen. Sie haben ihn so oft nicht umgebracht, dass wenn sie ihn jetzt umbringen... Sind sie Arschlöcher. Ja. Der ganze Film ist nur Fanservice-Cast quasi mit Laura Dern und Sam Neill und Jeff Goldblum. Wenn sie jetzt Rexy töten, haben sie absolut alles kaputt gemacht, was sie davor versucht haben aufzubauen. Aber das ist der Punkt, du weißt schon, dass das nicht passiert. Genau, ich habe trotzdem ein bisschen geheult. Aber ich wusste auch, dass sie nicht stirbt. Und ich finde aber dann auch irgendwie, das Ende ist einfach so lame, dass der Giganotosaurus dann einfach das aufspießt. So, ja, okay, das war's dann. Ja. Ja, vor allem ist der Giga eigentlich schon eine arme Sau. Der ist der Einzige in dem ganzen Film, der sich irgendwie natürlich verhält. Und auch der flippt ja, glaube ich, erst dann aus, als Jeff Goldblum, also Ian Malcolm, ihm eine brennende Heuschrecke mit so einem Speer ins Maul reinschmeißt. Dann wird er, glaube ich, erst sauer. Was nachvollziehbar ist irgendwie. Ja, okay. Übrigens gibt es Jurassic World Dominion auch jetzt in der Kinofassung auf Amazon Prime zu gucken. Das heißt, wir können theoretisch demnächst mal eine Watchparty machen. Das heißt, wir gucken zusammen den Film. Der läuft dann auch hier ab, wo ihr jetzt eben hier das Video von Andi seht. Und ihr seht dann auch mich, wie ihr mich jetzt auch seht. Und ihr könnt selber im Chat mitschreiben. Das geht über Twitch, weil Twitch und Amazon haben so ein Ding miteinander. Ihr braucht dazu allerdings Amazon Prime, damit ihr da mitgucken könnt. Dann können wir das gerne mal machen und uns mal Jurassic World Dominion in der Kinofassung reinzimmern. Ja. Sehr antiklimaktisch. Ja. Ja. Also, wie gesagt, bin kein großer Fan von Dominion. Wenn jemand einfach Spaß hat, stumpf eine Dino-Szene nach der nächsten anzuschauen. Ja. Und der Film ist auch noch ultra lang, das muss man auch noch sagen. Sind die alle inzwischen? Ja. Mich hat es ein bisschen gefreut, dass die Dilophosaurus. Und mal kurz eine Frage an euch jetzt hier im Chat. Ja, lange Filme werden immer als so negativ dargestellt. Ich finde es extrem geil, wenn Filme lang gehen. Als ich gehört habe, dass Zack Snyder's Justice League geht, irgendwie 4 Stunden, habe ich mir gedacht, geil, finde ich cool. Habe ich irgendwie Bock drauf. Ich habe immer das Gefühl, wenn ein Film sehr lange geht, dann will jemand auch was erzählen. Und mich stören auch bestimmte Szenen nicht, die das Ganze vielleicht ein bisschen strecken, wenn ihr wisst, wie ich das Ganze meine. Ich finde jetzt in Jurassic World Dominion ist nichts Störendes drin, also doch sehr viel, aber nichts, was die Länge angeht. Sondern ich hätte mir auch angucken können, keine Ahnung, wie Alan Grant, Ellie Sattler und Ian Malcolm nochmal einfach nur da sitzen und nochmal irgendwie über alles reden, was sie erlebt haben. Hätte ich mir reinziehen können, würde ich geil finden. Ich finde, Filme sollten wieder auch ein bisschen länger gehen. Ich finde immer dieses ganz stupide, ja, ein Film darf aber 90 Minuten lang gehen, das ist irgendwie Kacke. Da kommt auch meistens dann nur Müll bei raus. Und dann bekommt man danach dann irgendwann diese Extended-Fassung von irgendwas und dann wird's besser. Außer bei Jurassic World Dominion. Da wird's wirklich noch schlechter mit der Extended-Version. Das ist auch eine Kunst, ey. So, wo ja wieder dabei war. Ja, vor allem, das war auch eine spannende Szene. Da hattest du ja wieder ein bisschen Tierhorror. Ja. Denkst du, ist es ein Spino? Weil du weißt, der Film macht inzwischen viel mehr aktueller Wissensstand Dino akkurat. Also zum Beispiel Handhaltung und so. Recherchiert das, wenn ihr keine Ahnung habt, wovon ich rede.
Das können wir auch einfach ganz kurz erwähnen. Der T-Rex hat im ersten Film, glaube ich, noch die Hände so schräg gehabt und später läuft er dann aber so. Oder andersrum? Ja, auf jeden Fall haben die dann eben diese Handhaltung vom T-Rex angepasst und ich glaube auch von allen anderen Sauriern. Der Spinosaurus läuft nämlich, glaube ich, auch zum Teil so, kann das sein? Ich weiß es gerade gar nicht. Das wäre zu nerdig jetzt. Und allgemeines Dino-Design und eben denkst du erst, ist es so ein Spino, weil die kommen so im Wasser und wir wissen, dass das jetzt eher ein Wasserdino war, aktueller Wissensstand. Und dann sind es die Lophosaurier und du denkst so, oh, wie cool. Nee, das waren die Metrodon. Oh, ja, ich habe die sehr, sehr gemocht im ersten. Und die waren übrigens, waren die Metrodon war mein allererstes Spielzeug von denselben Machern, die auch die Dinger hier produziert haben. Den habe ich aber irgendwie nicht mehr. Das war mein allererster Dinosaurier, den es in den Filmen niemals gegeben hat. Und jetzt haben sie ihn in Dominion reingebracht. Und die waren wirklich cool, ja. Die Metrodon waren wirklich cool. Fand schade, dass die so selten genutzt wurden, aber vielleicht auch besser. Also das wäre ein positiver Punkt, dass die Ach Quatsch, ich verwechsel es gerade mit die Metrodons. Du meinst Ja, wollte ich gerade sagen. Mein Fehler. Ich meine, die Metrodon-Szene ist gut, aber die Dilophos, ja. Ich meinte die Die sind nicht akkurat. Die sind auf keinen Fall sind die historisch akkurat. Nein. Ich meinte die Szene, wo sie rankommen, wo Claire sich quasi auf diese Leiter hoch will. Ja. Und dann kommen sie. Und was ist es immer? Du hast so dieses Rudel und du siehst da einen aufploppen und da einen aufploppen und auf einmal ist er ganz nah am Gesicht dran. Ja, aber das wird dann auch nicht so spannend aufgelöst. Nee, das ist eine ziemlich beschissene Szene sogar. Das ist die Szene, wo danach dann einfach Owen ankommt und der wirkt den dann so. Und obwohl sie animatronische Puppen benutzt haben bei den Lophosauriern, wirken die hier so extrem künstlich. Also das Ding mit Geisterbahn wurde auch vorhin hier in dem Talk angesprochen. Das passt so richtig gut dazu. Die verhalten sich und bewegen sich auch so wie diese Animatronics in Geisterbahn. Die kommen nur so ganz kurz raus, machen dann da ihren komischen Move, den man eben kennt aus den alten Filmen, weil Memberberry. Und das war's dann gewesen. Und Owen wirkt ihn dann einfach und ja, kann man jetzt sagen, ja, das habe ich schon immer vermisst, dass mal ein Mensch auch mal zurückhaut oder sowas, aber war halt eine saudumme Szene, die einzubauen, war so richtig sinnlos. Nein, wird es nicht. Aber ich mag sie einfach. Ja. Ich wollte doch nur was Positives sagen. Ansonsten finde ich leider. Es ist trotzdem nicht der schlechteste Film der Reihe für mich und deswegen habe ich jetzt ein bisschen. Auch hundertprozentig ist der schlechteste der Reihe. Ich würde mich echt zu einem Live-Gespräch hinsetzen und dafür argumentieren, warum Jurassic World Dominion um Welten schlechter ist als Fallen Kingdom. Ich habe ihn gekauft, damit ich ihn sehen konnte, weil es billiger war, als ihn zu leihen. Ich habe sogar die UHD gekauft. Oh nein. Ja. Ich besitze jetzt diesen Film. Ich habe ihn im Kino gesehen und das reicht mir, glaube ich, auch. Ich habe auch nicht mehr das Bedürfnis, das zu sammeln. Das ist komisch für mich, weil anderen habe ich in 87-Versionen. Ich würde mir Jurassic Park 1, wenn er noch in einer anderen Schnittform oder technisch verbessert kommt, noch 10 Mal kaufen. Bitte nicht noch mehr technisch verbessern. Wir wissen, was George Lucas mit Star Wars das gemacht meine ich, hat. Gottes naja, der wird nicht verbessert. Die 4K-Variante ist tatsächlich sogar der Look, der damals dafür gedacht gewesen ist. Also so wie ihr den Film in 4K seht, Jurassic Park 1, der ist ja auch ein bisschen dunkler, die Farben sind ein bisschen entsättigter. So war der Film auch damals gedacht. Also Filme wurden generell früher auf einer besseren Qualität gefilmt, als sie aber dann an uns weitergegeben werden konnten, aufgrund eben des Mediums VHS oder DVD und bla bla bla. Und 4K kommt da jetzt schon mitunter am nächsten dran. Hat der liebe Nico von Media Melange mal ein Video dazu gemacht, wo er das erklärt hat, wie das abläuft. Zum Teil Filme gab es damals, die in 8K gedreht wurden. Müsst ihr mal drauf achten, weil wenn ihr euch wundert, wie kann das sein, dass so alte Filme, gerade alte Filme, Terminator, Alien, Jurassic Park, warum sehen die in 4K nochmal so geil aus? Genau deswegen, weil Blu-ray zum Beispiel war das Problem gewesen, dass da die Farben zu sehr nach vorne gehoben wurden. Da gibt es so ganz gute Vergleiche, wie Jurassic Park auf 4K aussieht und eben auf Blu-ray. Und Blu-ray hat nur unnatürliche Farben. Das Gras ist viel zu grün, das Rot ist viel zu rot an den Autos, am Logo, alles sieht unnatürlich aus. Und die 4K-Variante sieht eben so richtig natürlich aus. Das sieht vielleicht für einen oder anderen auch ein bisschen billiger aus, aber so sollte das einfach damals auch aussehen. Deswegen sind es keine technischen Erneuerungen in dem Sinne, es ist einfach das, wie es damals aussehen sollte. Ja, das ist eben. Deswegen 4K ist schon geil, ist schon geil. Keine digitalen Verbesserungen hinzufügen. Ich meine nur,
keine Ahnung, neue Szenen. Es gibt jetzt Gerücht, dass gestrichene Szenen wieder hinzugefügt werden sollen, so ein Extended Cut. Ja. Das Gerücht gab es. Ja, ich wäre vermutlich machen, würde es mir auch kaufen. Ja, nein. Egal. Also, kommen wir zum nächsten, der da ist. Ich habe es ja schon verraten, Jurassic Park 3 wäre bei mir in der Liste. Bei dir? Nein. Ja. Es ist also jetzt kommt bei mir auch Jurassic Park 3. Ach, ihr rankt, ist das gerade klar geworden, dass das hier ein Ranking ist? Das ist mir jetzt erst klar geworden nach einer halben Stunde. Oder habe ich einfach nicht aufgepasst? Jurassic World Dominion auf dem letzten Platz und danach Jurassic Park 3. Wow, okay. Also sind wir tatsächlich? Ja, überraschend. Das überraschend. War, da hätte ich gedacht, dass du das anders rankst. Ja, das war, wo ich meinte, wir haben vorher noch mal kurz geredet, wo ich meinte, einen muss ich switchen, weil ich noch mal so in mich gedacht hatte, der nächste dann. Aber ja, tatsächlich Jurassic Park 3, wo bei mir der Fall der Reihe begann. Ja. Also wirklich, wo ich mir dachte, und zwar, ich kann genau die Szene benennen, wo ich mir dachte, das ist nicht richtig. Die Raptor-Szene oder... Ich glaube, die Raptor-Szene meinte er. Oder die, wo Ellie und Alan schon nicht mehr zusammen waren. Ich glaube, es wird die Raptor-Szene werden. Und das ist die Traumsequenz im Flugzeug. Oh. Alan! Wo der Raptor zu Grant spricht. Das ist so schlimm. Das ist. Ich weiß noch, ich saß im Kino und dachte mir: Nein. Das ist einfach nicht gut. Ich finde tatsächlich die Grundidee vom Film, dass so eine kleine Gruppe auf so eine Rettungsmission geht, ohne diese große Hilfe, sondern auch so survivalmäßig auf sich gestellt, finde ich gar nicht so verkehrt. Ich bin kein großer Fan vom Spinosaurus. Okay. Das Problem ist, dass dieser, also für mich, dieser Film hat für mich den Spinosaurus als Dinosaurier ruiniert. Warum? Also, ja, warum? Weil er... Also ich sehe das schon auch so, aber ich... Nee, Moment, wenn du dir das aufschreiben musst, das muss aber jetzt aus der Pistole geflutscht kommen. Wenn das so schlimm ist, dann muss man das aber eigentlich parat haben. Weil er böse ist. Und nicht, weil er böse ist, wie ein Tier böse ist, sondern weil er Monsterhorror böse ist. Weil er... Ja, das ist richtig. Das Thema haben wir ja schon tausendmal abgehakt, warum das eben der Fall ist. Warum ist der Spinosaurus so, wie der Spinosaurus ist? Weil man ursprünglich eine Szene mit einbauen wollte, wo Cooper den Baby-Spinosaurus getötet hat, also den Nachwuchs vom Spinosaurus, der hätte das eben mitbekommen und hat deswegen dann angefangen, Jagd auf die Menschen zu machen. Da kann man jetzt auch wieder sagen, mal können Tiere Rachebedürfe empfinden. Die einen sagen ja, die anderen sagen nö, keine Ahnung, aber das war ursprünglich der Grund gewesen, ja. Und der Grund, warum Jurassic Park 3 auch so seltsam wirkt, ist eben der, dass Jurassic Park 3 der einzige Film der gesamten Reihe ist, der eben nicht nach Plan im Kino gelaufen ist. Der Film sollte genau so nicht aussehen. Das sollte ein ganz anderer Film werden. Und aus diesem Grund kann ich Jurassic Park 3 schon mal nicht unter Jurassic World 2 setzen. Weil Jurassic World 2 sollte, genauso wie er geschrieben wurde, auch dann kommen. Du hast also... Bei dem einen hast du einen Unfall, der ist halt passiert, weil ganz viele verschiedene Faktoren, da haben wir auch schon oft genug drüber gesprochen, die eben beim Dreh nicht funktioniert haben. Deswegen ist der Film so. Aber Jurassic World, generell die Jurassic World Trilogie, ist ja ganz bewusst so erschienen, wie die erschienen ist. Und ich finde trotz allem, dass das macht für mich nochmal was ganz Großes aus. Noch dazu ist Jurassic Park 3 mitunter der Film, der die besten CGI-Effekte hat. Es gibt bestimmte CGI-Szenen. Wo ist mein Kompendium? Ach, hinter mir. Ja, gucken wir auch nochmal rein. Wenn ich es vergessen sollte, nächstes Mal. Gibt es eine Szene, wo ihr nicht erratet, welche dieser Dinosaurier jetzt gerade CGI ist. Und jeder wird denken, das war doch auf jeden Fall eine animatronische Puppe. Nee, das war auf jeden Fall CGI. Und ja, ansonsten halt noch der Punkt, dass Jurassic Park 2 ein perfektes Ende gefunden hat und Jurassic Park 3 greift dieses Ende nicht an. Und da streicht es eben auch noch. Lass die Saurier endlich in Ruhe. Während Jurassic World alles angreift, was Jurassic Park 1 und 2 erzählt haben. Deswegen ist es für mich halt schwer, Jurassic Park 3 so weit unten hinzusetzen. Random mordet, weil er sich nicht verhält, wie es sich verhält. Und ja, damals
War ein Spinosaurus noch angenommen, hat man noch angenommen, dass er ein großes, böses Landraubtier ist? Nein, der Grund ist ein anderer. Der Grund ist, wie gesagt, der Baby-Spinosaurus. Man dachte damals, dass der Spinosaurus auch wie der T-Rex an Land jagt, aber das ist nicht der Grund, warum der so aggressiv ist und warum der so penetrant die Menschen jagt. Heute wird es dem absolut nicht mehr gerecht, wo man denkt, dass er eher ein Fischjäger war und man ihn auch optisch ein bisschen anders aufbaut, mit einer breiteren Schwimmschwanzflosse und so. Wusste man damals nicht. Ist okay. Ja. Aber trotzdem haben sie ihn trotzdem sich nicht wie ein Tier verhalten lassen, sondern wie ein großes, böses Mördermonster. Du sprichst ein ganz... Wir sollten vielleicht mal ganz kurz für unsere Zuhörer abklären, die es vielleicht nicht wissen, wo der Unterschied liegt zwischen Monsterhorror und Tierhorror. Das sind nämlich absolut unterschiedlich. Ich meine, der Weiße Hai zum Beispiel ist eigentlich eher Monsterhorror. Ja. Warum? Weil er sehr selbstzweckhaft, fast schon boshaft motiviert tötet und nicht wie ein... Dazu muss man aber auch sagen, dass auch Jurassic Park eigentlich ein Monsterhorror ist. Ne? Jurassic Park ist kein Tierhorror. Velociraptoren im ersten Film konnten Türen öffnen. Die konnten Türen einfach nur, weil gesagt wurde, die sind halt sehr schlau. Hat nie jemand hinterfragt. Die können einfach Türen öffnen und haben sich systematisch dazu entschieden, jetzt die Menschen zu jagen. Die waren sogar, glaube ich, in Jurassic Park 2 am ersten Tier, die Raptoren. In Jurassic Park 1 waren das ja definitiv Monster. Auch wie sie dann so durch die Küche durchlaufen, so ganz langsam und so, ist alles super geil gewesen. Aber Jurassic Park war auch schon eher Richtung Monsterhorror als Tierhorror. Ein Raubtier. Und ja, man kann trotzdem noch sagen, ja, es ist Tierhorror im weitesten, wie es verstanden wird, aber nur um die Unterschiede einfach da klar zu machen. Jurassic Park 1 zum Beispiel. Klassischer Tierhorror. Nein, auf gar keinen Fall. Hundertprozentig nicht, nein. Die Raptoren haben so ein bisschen Monster-Feeling, aber sie verhalten sich trotzdem noch aber tierisch. Intelligente Jäger spielen. Ja, ich würde überhaupt nicht erst unterscheiden in Monsterhorror und Tierhorror. Das weiß nicht, ob man das noch unterscheidet. Da kannst du ja wirklich jetzt alles auseinandernehmen. Das finde ich jetzt nicht so unbedingt. Die Tiere verhalten sich einfach echter in den ersten beiden Filmen als im dritten Teil, das stimmt schon. Die Raptoren im dritten Teil sind ja auch wesentlich zu schlau eigentlich. Die unterhalten sich ja dann zum Teil schon so mit fast schon menschenartigen Mundbewegungen und so im Kram. Das ist schon, ja. Aber dann trotz allem Jurassic World überzusetzen über Jurassic Park 3 fällt mir halt echt schwer. Die spielen ja auch mit ihrer Beute und gehen das halt auch oft. Ich meine auch von Inszenierung, so. aber kommen wir später noch drauf zu sprechen. Das Problem mit dem Spinosaurus ist, er ist wie Michael Myers. Ja. Und das ist das Problem. Ja. Ja. Wenn das nicht so wäre, darum meine ich, Jurassic Park 3 hat der Grundansatz finde ich gut. Auch die Charakterentwicklung von dem Kind, das am Anfang relativ nervt, aber dann eigentlich ein bisschen cool wird und so. Meinst du jetzt Charlie? Weil Charlie wird ja nie cool. Oder meinst du Eric? Eric. Eric fand ich auch eigentlich ziemlich okay schon geschrieben. Aber Charlie war ja zum Schluss dann noch, wie er das Telefon in der Hand hält und sich vom Fernseher ablenken lässt. Ich glaube aber, sie meint eher Eric. Das stimmt schon. Der wurde dann doch schon. Der war okay. So, es ist voll okay. Aber ja, außerdem bringt der einen T-Rex um und der T-Rex ist der coolste Dinosaurier, kleine Toni gewesen ist. Kannst du einfach nicht machen. Ja. Insofern, war die erste große Enttäuschung. Wenn ich an den Film denke, denke ich hauptsächlich an Belanglosigkeit. Muss ich sagen. Also es ist so bei den anderen beiden ärgere ich mich darüber, wie stumpf dumm sie sind. Und bei Jurassic Park 3 ist so mein Gefühl, da rennt halt dieser blöde Spinosaurus hinterher und macht Terror. Es hat auch nichts Neues von der Optik. Es ist, der erste hatte eine Insel mit einem Park, der zweite hatte eine abgelegene Insel, wo die mehr frei sind. Der dritte spielt halt wieder auf Anlage B. Ja, aber das finde ich gut, weil Jurassic Park gehört einfach auf eine Insel. Das kann man eintönig finden. Aber wir sehen ja an Jurassic World Dominion oder generell an der Jurassic World Reihe, ab wann hat es denn überhaupt nicht mehr funktioniert? Ab dem Moment, ab dem Dinosaurier an Land gewesen sind. Ab da wird es einfach nicht mehr, diese Spannung ist dann eben nicht mehr da. Das Spannende ist ja eben auf der Insel, dieses Inselabenteuer. Du alleine musst überleben, hast das vorher noch nie gemacht, du weißt gar nicht, was für Pflanzen vielleicht giftig sind mit Dinosauriern. Der YouTuber Ali Awada macht super geile Videos zu Jurassic Park, genau mit diesen Herangehensweisen eben auf einer Insel wieder zu spielen.
Und ich bin der Meinung, dass Jurassic Park 3 nicht das Problem hatte, auf einer Insel zu spielen. Das war es nicht. Da hat das Ding andere Probleme, aber nicht die Insel, finde ich zumindest persönlich. Ich finde das Insel-Szenario immer am besten. Jurassic World 2 wird immer hervorgehoben mit dem Anfang, mit dem Intro auf der Insel, wo der T-Rex dann aus dem Schatten rauskommt. Und das finden die meisten Leute schon ziemlich geil. Deswegen finde ich persönlich nicht, dass die Insel ein Kritikpunkt ist. Du hast natürlich eingeschränkte Möglichkeiten mit einem Dinosaurier-Szenario. Ja, und trotz allem. Ja, gut. Ja. Hat nichts Neues. Dann haben wir das Setup mit der Familie, das irgendwie Neues, aber dann bringen sie überhaupt keine Spannung rein, so ein bisschen stumpfe Action. Sie versuchen die Parallele zu ziehen zwischen der menschlichen Familie, die sich wichtig ist, und der Raptorenfamilie, die nach ihren, ne, weil die doch das Ei klauen. Das ist so dieses, ja, sie wollen ihre Kinder beschützen, wir wollen unsere, wir sind ja alle gleich, bla bla. Es ist so diese Tour, was sie versuchen, aber sie schaffen es halt einfach nicht. Also für mich funktioniert es nicht. Da beginnt es bei mir, das ist der Film, den ich nicht rewatchen muss. Ist so, in einem Marathon reicht's mir auch, wenn ich den ersten und zweiten sehe, nicht dabei ist. Den dritten sicher irgendwann, also es ist ein Film, den ich alle 10 bis 15 Jahre vielleicht einmal gucke. Ja. Nee. Wenn ich dann vielleicht, oder 20 Jahre, ich werde ihn sicher in 20 Jahren nochmal gucken. Also es gibt Filme, die muss ich einfach nie wieder sehen. Ja. Und dann gibt's Filme, also wo ich mir dann denke, wo ich auch gerne, wo ich schon überrascht war tatsächlich bei Filmen, die ich sehr schlecht in Erinnerung hatte oder sehr gut. Und dann schaue ich sie nach sehr langer Zeit wieder an und denke mir, oh, so schlecht war es gar nicht. Oder oh, Gottes Willen, was habe ich denn daran gefunden? Fluch der Karibik 3 geht bei mir so. Den fand ich beim ersten Mal sehen absolut scheiße. Ja. Inzwischen geht er voll klar. Ja. Ich mag bei den Filmen eigentlich nur den ersten, aber der ist auch überragend. Also ich möchte nicht sagen, dass es jetzt ein krass guter Film ist, aber was vergessene Welt, Jurassic Park ist Tierhorror, weil die beiden T-Rex ihr Baby und ihr Revier verteidigen wollen. Oder was meint ihr? Ja, doch, sehe ich auch so. Ich finde auch, dass die sich in Jurassic Park 2 mitunter noch am ehesten wie Tiere verhalten. Und nicht im ersten sogar. Ich verstehe die Kritikpunkte, die beide jetzt hier bringen, auf jeden Fall zu Jurassic Park 3. Mich stören sie halt einfach nur nicht so sehr. Weil Jurassic Park 3 eben, dadurch, dass er halt einfach nichts von der Geschichte angreift. Andy hat es eben gerade belanglos genannt. Das ist so der Negativ davon. Ich finde einfach es gut, dass der Film nicht das gute Ende von The Lost World angreift. Das ist immer noch die Tatsache, wir müssen Saurier jetzt eben alleine lassen. Die müssen jetzt eben einfach in Ruhe gelassen werden. Ja, klar kann man Jurassic Park 3 im Endeffekt weglassen. Dafür. Das Einzige, was passiert, wenn du Jurassic Park 3 weglässt, ist, dass du halt nicht raffst, wer Mark ist. In Jurassic World Dominion. Aber ansonsten kannst du den dritten halt schon weglassen. Das ist schon richtig, ja. Definitiv. Man weiß, ja, ich weiß inzwischen mehr zu schätzen, was ich daran habe. Vor allem, wenn man den vierten und fünften gesehen hat. Reden wir jetzt nicht drüber. Gut. Okay, dann haben wir eigentlich Jurassic Park 3 gut abgehakt. Wollen wir mal über den nächsten reden. Ja. Jurassic World. Ja. Ja. Schau, wir sind gar nicht so weit auseinander. Jetzt ist es obvious. Jetzt sind wir, also da hatte ich jetzt auch keinen Zweifel mehr, dass der Rest der Liste auch identisch wird. Wahrscheinlich. Haben die Fallen Kingdom schon besprochen gehabt? Das war auf dem letzten Platz, ne? Fallen Kingdom. Okay. Ganz kurz, da würde ich übrigens, wenn wir wenn die Serie mitranken würden, würde ich auch auf dem gleichen Platz sitzen. Okay. Ja. Ja, habe ich zu wenig gesehen. Ja, deswegen das, ja. Für alle da draußen, die es interessiert. Ja. Ha. Also. Nee, die Serie würde ich auf jeden Fall, die würde ich einen Platz höher setzen als die Jurassic World Filme, alle. Die, neue Abenteuer, die Netflix-Serie. Ich finde, ich fange jetzt einfach mal an. Der Anfang ist fantastisch, denn er löst in mir das Gefühl aus, dass ein Traum wahr wird. Der verfickte Park ist offen. Darauf habe ich seit meiner Kindheit gewartet. Das stimmt. Das auf jeden Fall. Das fand ich auch cool, dass wir mal einen offenen Park sehen. Das war halt nicht der Jurassic Park. Das war auch so nicht John Hammonds Vision. Das ist ja ein Park, der dann eher nach Simon Masrani aufgebaut wurde. Aber Dinosaurier sind jetzt in einem Park und so, und das stimmt schon, ja. Das
war natürlich auch so ein bisschen die Nostalgie und ich finde es auch so die Rechtfertigung für diesen Film, warum der Existenzberechtigung hat. Weil wir alle wollten schon mal einen offenen Jurassic Park sehen. Deswegen hat Jurassic World dann doch irgendwo auch eine Daseinsberechtigung, finde ich. Das stimmt schon. Ich wusste, dass es die Option gibt, also wenn ich mir jetzt vorstelle, in der Welt zu leben. Ich wusste, dass es die Option gibt, dass ich einen Freizeitpark mit Dinosauriern besuchen kann. Das ist dann gescheitert. Und was sind das? 25 Jahre später wird dieser Traum wahr. Ich könnte mit genug Geld einfach auf eine Insel fahren und da ist ein verfickter Freizeitpark, in dem ich lebendige Dinosaurier sehen darf. Und die inszenieren das auch gut. Die inszenieren das so gut, weil du kommst in den Park und du kommst durch das alte Tor. Du hast da die Jurassic. Ja, aber das ist ja auch wieder Fanservice. So, das ist ja das, was die beiden eigentlich eben gerade bei Dominion so angekreidet haben. Das Tor ist natürlich reiner Fanservice. Welcome to Jurassic World. Und dann fährt der Zug dann da halt durch, aber es ist natürlich trotz allem Fanservice. Und ich fand der Jurassic World Park jetzt, wenn man den so ein bisschen länger auch kennt, auch durch die Animationsserie und merkt, wie groß der eigentlich war, da ist das schon alles ziemlich cool. Aber der erste Eindruck ist damals bei mir gewesen, wie klein das alles ist. Weil du halt immer nur diese komische Besuchermeile da siehst. Am Anfang, in der Mitte und am Ende immer nur diese Besuchermeile. Und das hat ein bisschen klein gewirkt, finde ich. Da wirkt Jurassic Park im ersten Film irgendwie größer von der Fläche her. Und das ist aber nicht so. Aber das haben sie im Film nicht ganz so geil hinbekommen, bin ich der Meinung. Den Größenunterschied. Jurassic Park Melodie und du fährst doch das Tor und das ist, als wärst du vor den 90ern da gewesen. Ich hatte nicht so eine starke emotionale Reaktion, aber ich hatte definitiv, also es ging in die Richtung und die Erwartungshaltung war da, aber es war eher so ein, ich lasse mich drauf ein, ich gucke mal. Ne? Also es war ein positiv gestimmt. Ich hatte halt das Gefühl, wenn ich die Kamerafahrt noch richtig in Erinnerung habe, man sieht halt sehr viel Gebäude. Ja, genau. Aber es ist halt auch ein Freizeitpark. Schon klar. Ja, aber das war Jurassic Park halt auch. Und da hast du wesentlich mehr dieses tropische Feeling gehabt, finde ich. Schon klar. Also es ist halt von der Auflösung, ich kann nicht mal den Finger draufsetzen, aber ich hatte immer so das Gefühl, ich weiß nämlich genau, welche Szene du meinst. Ja. Und ich hatte immer das Gefühl, irgendwas hat mir da gefehlt, um das zu 100% bei mir auszulösen. Ja. Also ich will nicht sagen, das war nicht da. Bei mir so gut funktionieren. Nicht ganz. Wie hat denn das bei euch im Chat funktioniert, als ihr den Jurassic World Park zum allerersten Mal gesehen habt, wo Gray im Hotelzimmer dann losrennt und sagt, ich kann nicht mehr warten, macht diese Fenstertür auf und dann kommt die Musik von Jurassic World oder von Jurassic Park sogar. Und dann sehen wir zum allerersten Mal Jurassic World. Ist natürlich schon geil, auch gerade mit der Musik untermalt. Aber war euer Gedanke da nicht irgendwie auch, das war's jetzt? So, weil man eben nur diese lange Straße da sieht, bis zum Besucherzentrum. Da hätte ich irgendwie im Film gerne mehr gesehen. Jurassic World, neue Abenteuer, Netflix-Serie, die zeigt uns, dass da eigentlich noch viel mehr war im Jurassic World Park. Da war ja viel mehr Attraktionen noch und alles drum und dran. Und das war schon ziemlich geil. Deswegen, die Serie erweitert auf jeden Fall euren Blick auf den Jurassic World Park. Und der war ja schon riesig gewesen. Nur im Film kam das halt nicht so rüber, finde ich. Ich hätte am liebsten 2 Stunden nur den Park ohne Ausbruch gesehen. Aber bitte lasst die beiden Kinder weg. Ja, die hätte ich jetzt auch nicht unbedingt gebraucht, die beiden Kinder. Aber auch da hätte man den Film ruhig länger machen können, wo ich vorhin gemeint habe, ich mag lange Filme. Und dann eben einfach viel mehr vom Park nochmal zeigen. Das wäre schon geil gewesen. Es war im Hi Ehrentan, schön, dass du am Start bist. Im Prinzip, ich will jetzt gerade so, ich habe so das Bedürfnis, gerade schon wieder so viele negative Dinge rauszuhauen, aber ich versuche mich gerade selber zu bremsen. Es war halt im Prinzip so ein bisschen von den Grundbeats die Nacherzählung des ersten. Ja, des ersten aber das, Teils. Aber gut, weil es und jetzt geklappt hat. Also genau. Für mich in meiner emotionalen. Ja. Und gerade weil du sagst, viele Gebäude und so, ja, aber du siehst das Besucherzentrum, du siehst so viele Dinge, die im ersten waren, aber halt gescheitert sind. Die haben Mr. DNA da. Das Fanservice, Mr. DNA, finde ich. Das war einfach nur Fanservice. Ich fand den Park in Jurassic Park tatsächlich besser, weil er viel funktionaler aufgebaut war. Ja, der war auch mehr wie so ein Wildpark aufgebaut, finde ich. Und vor allem war der sicherer. Der Jurassic Park war sicherer als Jurassic World. Man kann natürlich jetzt auch sagen, ja, aber Jurassic World ist ja schon eine ganze Weile gelaufen. Also der hat ja wirklich funktioniert eine ganze Zeit lang. Aber dann anscheinend nur aus Glück. Wenn du überlegst, Jurassic Park ist nur kaputt gegangen,
weil Dennis Nedry Geldschulden hatte und dann ein Louis Dodgson Dennis Nedry Geld angeboten hat, wenn er ihm Embryos besorgt. Deswegen hat Dennis Nedry den Jurassic Park sabotiert und hat dann die Systeme abgeschaltet. Das ist wie so ein Butterfly-Effekt gewesen. In Jurassic World ist alles niedergegangen, weil die Menschen dumm sind. Weil der Indominus Rex sich tarnen kann und seine Temperatur regulieren kann, das aus irgendeinem Grund aber keiner weiß, und die Menschen dann direkt ins Gehege reinrennen. Das ist der Grund. Jurassic World ist eskaliert, weil die alle dumm sind. Und in Jurassic Park eben nicht. Da gab es eben eine Backstory zu Dennis Nedry, warum das alles passiert ist. Und das ist halt einfach viel cleverer. Und ich habe da mal irgendwo, bei irgendeinem YouTuber habe ich mal auch so eine Art von Was-wäre-wenn gesehen, wo er auch darauf eingegangen ist, wie Jurassic World viel realistischer funktioniert hätte, als Park, der jetzt wieder eskaliert wäre. Und ich finde, das ist wirklich, ja, dass quasi eine Gruppe von Tierschutzaktivisten sich auf die Insel geschlichen hätten und hätten quasi Saurier freigelassen. Das wäre dann der Grund gewesen, warum der Park eskaliert wäre. So einfach geht's. Und ich finde, das ist viel glaubwürdiger, als der Indominus Rex ist einfach sauschlau plus alle anderen saudumm und dann passiert das eben. Also der Grund, warum der Indominus Rex ausbricht, das ist so, als hätte man irgendwie keine Lust gehabt, sich da Gedanken drüber zu machen, wie das Ganze passiert. Naja. Jurassic World hat sehr viel Fanservice, aber es ist die logische Fortsetzung von Jurassic Park 1. Ein Park wird gebaut, Park ist seit mehreren Jahren geöffnet. Ja, meine ich ja. Aber dann muss der Park ja auch dann wirklich so sicher sein. Ich meine, du findest in Jurassic World Neue Abenteuer, findet Brooklyn Aufzeichnungen vom Indominus Rex. In dem kanonischen Spiel Jurassic World Aftermath sehen wir, dass der Indominus Rex schon relativ, also man wusste, dass der irgendwo ist unter den Mitarbeitern. Warum wusste da keiner, was der wirklich kann? Und es war auch jedem scheißegal. Simon Masrani war das scheißegal, ach, der ist halt geklont aus verschiedenen, der wusste ja, dass es ein Hybrid ist, das wussten die ja alle. Warum wusste keiner, was in dem Hybriden drinsteckt? Das hast du halt bei Jurassic Park 1 nicht. Henry Wu kann dir genau erklären, was in den Sauriern drinsteckt. Es ist halt trotzdem schief gegangen, aufgrund von Dennis Nedry, Geldschulden, Hintergrundgeschichte, Louis Dodgson taucht eben auf, aber das ist so ein Grund, warum das alles kaputt gegangen ist. In Jurassic World finde ich, das, der Grund ist halt so dumm einfach. Das ist so cute, der den Kindern das erklärt. Der ist auch, der Mr. DNA ist nie zum Zug gekommen, Mann. Irgendwer hat den geschrieben und der Park ist nie eröffnet worden. Und wenn du das in der In-World-Sicht siehst, ist es geil. Und das haben sie aber auch mit Marketing vorher gut gemacht. Der erste Park wäre aber irgendwann auch so gescheitert, da die Geburtenkontrolle nicht funktioniert. Ja, das stimmt, aber ganz dumm gesagt, die Geburtenkontrolle hättest du einhalten können. Ja, ist nicht so, dass Menschen einfach Arschlöcher sind und du einfach dann Saurier, die zu viel wären, abgeknallt hättest. Das wäre nicht der Grund, warum der Park gescheitert ist. Das glaube ich nicht. Also zu viele Saurier, dann gibt es halt einfach auf einmal in der Kantine Stegosaurus-Steak oder so ein Kram. Das würdest du in der Kontrolle bekommen, ja. Glaube ich schon. Das hat bei mir halt auch gezogen. Sie haben einen interaktiven 3D-Parkplan rausgebracht, wo du alle Attraktionen sehen konntest und dir halt wie, wenn du jetzt auf die Website vom, keine Ahnung, Europa-Park, Disneyland gehst und dir einzelne Attraktionen anschaust und wie sie aufgebaut sind, du konntest sie interagieren. Das war cool, ja. Auch auf der Website konntest du das eben alles sehen, aber auch die Attraktionen an sich waren dann auch wieder so dumm. Eine Seilbahn, ihr habt es vorhin irgendwo im Chat auch geschrieben, eine Seilbahn, die zu niedrig gespannt ist, dass wenn du halt Pech hast, du einfach beim Runterrutschen der Seilbahn gegen den Kopf von einem Brachiosaurus knallst und einfach drauf gehst. Das ist offiziell Kanon in diesem Jurassic World Park. Dann diese komischen Gyrosphären, die jeder Idiot selber steuern darf. Wie dumm ist das denn? Also, das ist alles so komisch, ey. Das ist so ein Billo-Park irgendwie. Die Vorteile von Jurassic Park war damals der Vorteil, dass es lose auf dem Buch von Michael Crichton basierte. Leider war er verstorben, ja. Er wäre
so cool gewesen, es wäre so cool gewesen, wenn er noch ein Buch zu Ravensburger geschrieben hätte. Ja, aber das liegt doch nicht daran, also ganz ehrlich, nur weil das nicht im Buch, weil du dich am Buch orientieren konntest, wie es passiert ist, wirst du doch trotzdem in der Lage sein, dir eine gescheitere Geschichte zu erzählen, als der Indominus Rex ist einfach schlauer als die Menschen und das aber auch nur, weil die extrem dumm sind. So, du musst dir überlegen, die rennen ins Gehege rein, bevor sie einfach nachfragen in dieser Kontrollstation, ist das Vieh noch da drin oder seht ihr irgendwo auf dem Radar, wo das Vieh ist? Das ist so dumm einfach. Da finde ich dieses Aktivistending viel interessanter. Das wäre auch so, ja, da gibt es einfach dann so Umweltaktivisten, die einfach auf die Insel kommen und dann meinen, sie müssten jetzt Saurier befreien. Weil Dinosaurier waren ja einmal frei gewesen auf der Isla Sorna und jetzt werden die wieder eingesperrt und das wollen die einfach nicht. Das ist doch voll die plausible Geschichte. Deswegen, nur weil es auf dem Buch basiert ist, nee. Sehr aktiv erleben und die Attraktionen sind alle so kleiner Tech-Porn und das ist, wer es nicht weiß, die Jurassic Park 1 und 2 Teile beruhen lose auf Büchern von Michael Crichton. Und Tech-Porn ist was Michael Crichton Bücher, zumindest die ich gelesen habe, immer stark ausmachen. Sehr am Zahn der Zeit, was die technischen Sachen angeht. Gut recherchiert, sehr detailverliebt, trotzdem verständlich für die breite Masse gemacht. Und das hat so das erste Image vom Park halt richtig gut rübergebracht mit den Gyrosphären und ja, aber die waren doch gerade so dumm. Du würdest heutzutage, laut Technik der Zeit, würdest du niemals sagen, hier habt ihr jetzt Gyrosphären, macht damit einfach, was ihr wollt. Die werden auf jeden Fall, werden die auf Schienen gesteuert, was ja auch Sinn macht. Ey, wie viele Trottel einfach, was weiß ich, ey, sich in der Kantine einen reinsaufen würden und dann mit den Gyrosphären gegen Stegosaurier fahren würden. Einfach nur, weil es jetzt lustig wäre. Das siehst du ja, glaube ich, sogar in Jurassic World Neue Abenteuer. Wie dumm es einfach ist, dass man die Dinger selber steuern kann. Das ging nie gut. Das ging im Film nicht gut. Das geht in der Serie nicht gut. Es geht immer in die Hose. Deswegen, dass das so alles Technik ist, sage ich, ja, das ist schon, das macht natürlich Sinn, logischerweise. Aber dadurch, dass du halt so gute Technik hast, ist es einfach sehr schwer, einem zu erklären, warum dann dieser Park nicht funktioniert. Deswegen sage ich immer noch, so ein quasi schon fast wie so ein Anschlag einfach von irgendwelchen radikalen Gruppierungen, die einfach auf einmal den gesamten Park abschalten und dann auch Saurier noch freilassen. Und das wäre doch, das ist so simpel einfach, das zu erklären, warum Saurier jetzt wieder ausbrechen. Mit den, keine Ahnung, mit dieser kleinen Paddelboot-Tour durch irgendwelche Sümpfe und so, das hat mich so abgeholt. Ich weiß, was du meinst. Ich will dahin. Ich weiß, ja, das Gefühl, das teile ich auch, dass man so denkt, ich würde gerne dahin gehen. Aber ich muss es einfach sagen, auch wenn ich jetzt erstmal über die positiven Dinge, weil das mich einfach so abhält. Es gibt zwei Sachen, denen ich ein bisschen kritisch gegenüberstehe. Eine Sache sehr, sehr extrem sogar. Und die andere Sache, damit kann ich mich arrangieren, aber wenn du es mir erzählt hättest, also mein innerlich sträubt sich alles gegen diese Idee für mich, obwohl sie eigentlich ganz gut umgesetzt wurde. Die Idee, von der ich rede, ist trainierte Raptoren. Ja, verstehe ich. Ich wusste, dass du das sagen wirst. Bevor die beiden jetzt darauf eingehen, ich muss sagen, beim ersten Trailer war ich auch ein bisschen skeptisch, was die Raptoren angeht, die trainiert werden, aber ich fand im Film haben die das ganz geil umgesetzt. Weil die Raptoren dann doch nochmal zu einer Gefahr wurden. Und das war zum Beispiel relativ schlau geschrieben, finde ich jetzt persönlich. Obwohl es gar nicht mal so schlau war, aber es passt halt gut in die Geschichte mit rein. Wie kriege ich jetzt Raptoren, die eigentlich jetzt auf den Menschen abgerichtet sind, dazu, gegen den Menschen zu gehen? Indem der Indominus Rex, der eh aus mehreren Teilen besteht, auch die Raptoren beeinflussen kann. Und dann haben wir die guten Raptoren wieder als gefährliches Jagdrudel gehabt. Das fand ich relativ cool. Ja. Ich meine, theoretisch hätte auch der Indominus Rex mit dem T-Rex kommunizieren können müssen. Aber das hat halt hier irgendwie Sinn gemacht mit den Raptoren, finde ich. Aber denk mal unternehmerisch, die einzige logische Konsequenz. Natürlich. Du hast normale Tiershows, was machst du? Du machst dressierte Tiershows. Du willst dir die Tiere nicht nur ansehen. Absolut. Du willst sehen, wie der Löwe durch den Reifen springt. Ja. Schon klar. Dass das unternehmerisch in der richtigen Welt funktioniert. Ich meine jetzt rein vom Film her. Die Raptoren haben sehr davon gelebt, im ersten und auch im zweiten, dass sie aufgrund ihrer Intelligenz so unkontrollierbar sind. Ja. Und damit, in dem Moment, wo du sie so ein
bisschen kontrollierst und auch wenn... Gut, unkontrollierbar wurde, glaube ich, nicht gesagt. Das passt, was Andi gerade sagt, ja. Da sind die aber auch schon ausgewachsen. In Jurassic World wird ja darauf eingegangen, dass du Velociraptoren so gut abrichten kannst, weil die eben so schlau sind. Da wird es ja nochmal so ein bisschen umgedreht. Und gerade Blue kannst du abrichten, weil die eben nochmal schlauer ist als die schlauen Raptoren. Deswegen hat das da schon, irgendwie fand ich das ganz okay, dass die abrichtbar waren. Ich habe das jetzt, Tiere halt, ne? Das war, irgendwie war das okay. Das habe ich verstanden. Ich finde diese Szene auf dem Motorrad sehr, sehr cool ist, wo der mit ihm die zusammen... Die finde ich auch blöd. Nee, also, nein, so die war nicht blöd. Aber cool aussieht, aber es ist halt... Aus dem emotionalen Gesichtspunkt finde genau. Ich den auch blöd. Auch den später im Film, wenn Blue den Schalter umlegt und sich dann entscheidet, mit Rexy abzuteamen und gemeinsam... Ja, gegen ja, das war blöd. Das war echt blöd. Das ist alles Quatsch. Die grundsätzliche Intention, Owen hat sie ja auch nie vollkommen unter Kontrolle. Am nee. Anfang, wie schon gesagt, bis zu dem Punkt, wo es dann diese Slapstick-artige... Ja. Und das fand ich halt auch, dass du ja auch siehst, dass sogar Owen Schwierigkeiten hatte, wo Owen dann Blue so aufhalten will mit seiner Hand, die er immer hat. Und dann greift dann der Raptor, also Blue, dann irgendwann aber trotzdem an und er rollt sich halt nur hinten gerade raus. Das hat sich schon sehr echt angefühlt. In einem Jurassic World Film ist das ein Riesenlob, dass sich genau das Verhalten der Raptoren, die abgerichtet sind, da so echt angefühlt hat. Das fand ich auch, ja. Das gefällt mir, dass sie das auch so anspricht, weil immer das Gefühl, dass ich damit auch so ein bisschen allein dastehe, dass wenn ich was Positives an Jurassic World habe, dann ist es echt, dass die Raptoren im ersten Film, dass das Abrichten da Sinn gemacht hat, bin ich der Meinung. Comedy, Motorradszene und so. Danach wurde Blue scheiße. Bin ich ganz bei dir. Am Anfang, finde ich, haben sie es relativ gut gehandelt, weil sie sind trotzdem gefährlich. Es ist trotzdem wie eine Löwendressur. Ja. Du ja. weißt, das Ding hört jetzt auf mich, aber ich möchte ihm nicht den Rücken zudrehen. Das ist, was ich meine. Es ist so ein zweischneidiges Ding. Auch wo er sagt, nein, wenn ich wenn wir das machen, dann vertrauen sie mir nie wieder. Oder ne, es war, wo der eine rumfällt. Ja. Also die Gefahr ist da schon noch da. Aber das ist ein sehr schmaler Grat. Und ich finde tatsächlich, den hat, abgesehen von dieser Motorradszene, also nur um es aufzuklären, weil ich vorhin meinte, die so cool ist. Ich meine damit nicht, dass sie cool ist, sondern sie ist so cool inszeniert. Weil der jetzt, also ja. Es ist bewusst. Ja gut, die Motorradszene haben sie aber auch aus Jurassic Park 3 ursprünglich recycelt. Da sollte es ja eine Szene geben, in welcher Alan Grant in so einem Gewächshaus ein Motorrad findet. Das ist sogar im Game Boy Advance Spiel mit dabei, die Szene. Und während er wegfährt, rennen dann die Raptoren so an ihm entlang, links und rechts, und wollen quasi auch dann ihn angreifen und sowas. Das ist 1:1 die Szene. Sogar das Bild, das wir von Jurassic World kennen, das Coverbild, das gab es so auch als Konzeptbild von Jurassic Park 3 für Dr. Alan Grant und eben die Raptoren da. So cool gemacht, dass Kinder das cool finden. Und damit finde ich es nicht cool. Ich hoffe, du weißt, was ich meine. Ich weiß, ja. Andi findet es doof. Ich finde es doof. Ich finde es immer noch nicht so blöd. Keine Ahnung. Ich finde das immer noch nicht so bescheuert. Weiß ich halt nicht. Da bin ich jetzt zu tolerant wahrscheinlich. Kann schon gut sein. Die Szene gibt es auch im zweiten Buch. Echt? Die ist auch im zweiten Buch mit dabei. Wusste ich jetzt auch nicht. Dann haben sie eigentlich das, was im zweiten Buch drin ist, wollten sie erst im dritten Film verwursten und haben es aber dann in Jurassic World gepackt. Interessant. Finde ich eine coole Side-Info. Vielen Dank, lieber Chris der Letzte. Geiler Name. Genau. Und aber abgesehen davon, da will ich gar nicht so drauf rumreiten. Ja. Aber jetzt, was ich dem Film gar nicht verzeihen kann, ist der Plotosaurus Rex. Der. Ja. Indominus Rex. Leute, ich muss ganz dringend mal Wasser schlagen. Wir machen sofort wieder weiter. Ich bin gleich wieder da.
So, machen wir weiter. Oh mein Gott, er hat einen Sender, also weiß er, wo er den Sender finden kann. Er muss sich tarnen, also kann er sich tarnen. Ich weiß, es wird alles auch... Er muss sich tarnen, also kann er sich tarnen, das ist richtig, ja. Und das mit dem Sender, ich weiß nicht, ob ich das dumm finde, weil ich glaube, du merkst das, wenn du so einen Fremdkörper in deinem Körper hast. Behaupte ich einfach mal, dass man das irgendwie vielleicht merkt. Und es wird ja irgendwie auch gesagt, sie erinnert sich dran. Oder wird nicht sogar gesagt, der Indominus Rex erinnert sich dran, wo es eingesetzt wurde. Das heißt, der Indominus Rex hat sogar mitbekommen, wo es eingesetzt wurde. Und das Einzige, was er jetzt eben macht, ist, er erinnert sich dran, wo es gewesen ist. Das ist doch in Ordnung, oder? Denke ich da gerade falsch. Ich verteidige gerade wirklich Jurassic World. Krass. Geht ja gut los. Erklärt, ne, dass sie seine DNA mit, was war's? Cuttlefish hier. Ich eröffne dir dieses Feld. Oktopus. Das Wort, das du suchst, lieber Andi, ist Oktopus. Nur ungern, aber diese kleine Lanze muss ich für diesen Film brechen, ja. Und ich finde das auch nicht gut. Sich unsichtbar machende Dinosaurier sind leider aus dem zweiten Buch. Diese Art von Genexperiment ist nicht für den Film Plot convenient ausgedacht. Das ist ein... Ja, das konnte im zweiten Buch der Carnotaurus halt machen, das stimmt schon. Das stimmt aber auch, das denke ich mir auch jedes Mal. Und ich fand das sogar, dass das unsichtbar machen, das sah nicht mal schlecht aus in Jurassic World. Und er macht's ja auch nur einmal, sehen wir es halt richtig, wo er dann quasi wieder vom Unsichtbaren zum Sichtbaren wird. Ich fand das schon ganz cool, eben weil es so dezent eingesetzt war. Und es sah auch aus wie bei so einem Oktopus. Das hat mir schon ganz gut gefallen. Ein winzig kleiner Rückbezug zum Michael Crichton Buch, die gibt ja. Es auf Anlage B tatsächlich. Finde ich trotzdem alles andere richtig. Ich wollte nur sagen, diese winzig kleine Lanze kann ich für diesen Film brechen. Okay, ich sag mal so nur... Die Lanze kann ich aber auch generell für die gesamte Jurassic World Trilogie brechen. Achtung, ich muss noch was Positives dazu sagen. Jurassic World macht das öfter. Die nehmen öfter bestimmte Schnipsel aus gelöschten Szenen der anderen Filme oder auch aus Sachen aus dem Buch und bringen die halt nochmal ein. Meistens nicht ganz so geil, aber die werden nochmal angesprochen. Wie zum Beispiel auch die Heuschrecken machen eben Sinn, weil auch im Buch erklärt wird, ja, diese Biotechnologie wird eben nicht nur für Dinosaurier benutzt. Deswegen macht auch Maisie so Sinn. Maisie, die haben sich jetzt gar nicht angesprochen, fällt mir gerade auf. Klonmädchen Maisie macht einfach Sinn, weil du halt mit dieser Technologie so viel anfangen kannst. Deswegen ist es immer nur die Umsetzung meistens, wie sie da verkackt haben. Nur weil was in einem Buch vorkommt, auch nicht jede gute Idee in einem Buch ist eine gute Idee für einen Film, weil unterschiedliche Medien. Ist im Buch auch komplett anders, sind andere Dinosaurier, funktioniert anders. Nur die grundsätzliche Genmanipulationsthematik mit geilere... Es ist ja auch nicht nur das, dann kann er seine Körpertemperatur anpassen, damit er nicht gesehen wird. Ich verstehe Andi da auf jeden Fall. Das ist, wenn du dann das ist halt auch wieder so dumm. Du musst eigentlich die Animationsserie Jurassic World Neue Abenteuer gucken, um dann ganz zum Schluss, war es nicht erst in der letzten Staffel, in der fünften, wo Louis Dodgson auftaucht und dann aber auch nur irgendwas in die Richtung sagt, von wegen, dass der Indominus Rex ja auch nur geschaffen wurde, weil sie damit schon die ersten militärischen Tiere testen wollen. War das nicht so gewesen? Ich glaube, das war so gewesen. Auf jeden Fall erfährt man irgendwann in der Serie, dass der Indominus Rex dieses ganze Zeug nur konnte, weil sie ja eben schon damit gespielt haben, mit dem Gedanken, die Viecher dann auch ans Militär zu verkaufen. Deswegen kann er sich unsichtbar machen. Deswegen kann er auch seine Körpertemperatur so runterregulieren. Das Vieh sollte quasi unsichtbar agieren können. Nicht um die Besucher zu beeindrucken. Das war quasi der Deckmantel von dem Ganzen. Und wie geil hätte man denn das in diesen Film einbauen können? Aber es kommt halt null so rüber. Das wäre einfach so der Twist am Ende gewesen, dass der Indominus Rex eben nicht eine Attraktion ist, sondern dass er eben halt eine Waffe sein sollte von Anfang an. Und das wird nur ab und zu mal so ganz nebenbei, wenn du was reininterpretierst, angerissen. Und in der Animationsserie wird es auf jeden Fall irgendwann auch mal erklärt dann, dass der Indominus Rex eben dann schon ein früher Prototyp war. Nämlich zuerst war es ja der Scorpius Rex gewesen. Der war ja vor Indominus Rex da, ist dann aber eben gescheitert, weil er zu aggressiv gewesen ist, der auch schon als Waffe konzipiert wurde und danach kam man erst auf die Idee, okay, wir müssen mit dem Indominus Rex jetzt versuchen, das Vieh nicht ganz so aggressiv zu machen, aber er sollte immer noch eine Waffe sein.
Das verstehst du aber halt nicht, wenn du die Serie nicht gesehen hast. Das verstehe Andi da schon. Das kommt dann so blöd rüber. So, warum muss der sich tarnen können? Wie dumm ist das denn? Das ist alles, was die Menschen haben, hat er zufällig genau zum richtigen Zeitpunkt die genetischen Voraussetzungen, um das zu schlagen. Und dann mordet er plötzlich zum Spaß. Und er mordet zum Spaß. Dann sind wir wieder bei Michael Myers Saurus. Ja, aber den haben sie ja diesmal wenigstens wirklich so angelesen. Nicht nur ein Tier, sie haben einfach ein Monster gezüchtet. Ja. Aber ist das nicht so, dass der einfach nur aus Spaß tötet, weil er herausfinden will, wo er in der Nahrungskette steht? War das nicht irgendwie sowas gewesen? Hat immer noch nichts für mich in der Reihe verloren. Wenigstens ja. Machen sie nicht, tun sie nicht mehr so, als hätten sie was anderes versucht. Ja, das ist halt genau das. Und ich sag nicht, dass sowas nicht funktionieren kann bei irgendeinem anderen Film. Wenn du einen Monsterfilm machst, der schön trashig ist, richtig schön trashig, kann das funktionieren. Muss ich nur wieder sagen, will ich in Jurassic Park halt persönlich so nicht sehen. Es ist aber nachvollziehbarer Schritt, finde ich. Jurassic World ist ein nachvollziehbarer Schritt zu dem, was in Jurassic Park gezeigt wurde. Und das muss irgendwie ja weitergehen. Ich meine, zur Not kann man immer noch sagen, da musst du ja nicht weiter gucken. Als bis Jurassic Park 2 hat ja einen perfekten Abschluss, dann lass es eben sein. Aber ich finde, dass das schon nachvollziehbar ist irgendwie. Magst du Jurassic Park mehr als Film oder als Buch? Beides finde ich sehr geil. Ich finde das Buch interessanter, weil das Bücher sind halt meistens irgendwie interessanter, ne? Weil du halt in Büchern auch sehr viel Gefühle beschreiben kannst und Denkweisen, und Bücher kannst du einfach wesentlich geiler konsumieren und dir halt Gedanken über Sachen machen. Im Film geht das nicht zwingend. Aber ich muss sagen, tatsächlich sind das beides ja so unterschiedliche Herangehensweisen an diese Geschichte, dass du, wenn du das Buch gelesen hast, nicht zwingend weißt, wie der Film abläuft, und andersrum eben auch nicht. Es sterben andere Leute, Menschen verhalten sich anders in den verschiedenen Medien, deswegen kannst du auf jeden Fall sowohl Buch als auch Film lesen und nicht wissen, was passiert. Wenn ich so über Harry Potter nachdenke, wenn du das Buch gelesen hast, dann weißt du auch grob, was in den Filmen passiert, und andersrum dann auch ganz grob. Bei Jurassic Park ist das nicht so. Gerade im zweiten Buch ist das halt überhaupt nicht so. Es hat halt das gleiche Problem ein bisschen wie der Spino auch. Die waren so, wir brauchen was Größeres, Besseres, ja. Böseres. Ja, genau. Und das ist soweit okay, weil auch in den Büchern die Grundintention ist, es muss größer, besser, cooler sein. Auch im ersten Parkbuch und im... Ist das so in den Büchern? Im Film. Also im Buch ist es, dass die... Es ist wo... Ich glaube, es ist Hammond, der sagt, warum sich die so schnell bewegen. Die Leute wollen doch keine schnellen Saurier sehen. Die wollen auf ihrer Parktour Saurier sehen, dafür müssen sie langsamer sein. Dann so, ja, aber so schnell waren die auf Basis der DNA. So haben die sich bewegt. Ja, dann mach sie langsamer. Ja. Ja. Ja, es ist halt die Kapitalismuskritik innerhalb des Films, ja. Nicht nur einzugreifen, sondern noch mehr als üblich. Servus Tobi, du alte Wursthaut. Servus Andibar, du alte Vorhaut. Ich hoffe, dir geht's gut. Einzugreifen, um es quasi anzupassen. Aber es kommt ja nicht als Kritik rüber in den Film. Das ist reine Interpretation. Reine Interpretation, wie man sich das schönreden könnte. Genau. Aber ja, das ist mein großes Problem. Also ich verstehe das Gefühl, im Park sein zu wollen. Ich habe gerade tatsächlich sogar Lust auf Jurassic World mal wieder anzugucken. Ich finde aber auch, danach geht es steil bergab mit allem. Ja, also, ja, haben wir. Hast du Geburtstag gehabt? Ja. Darum Dafür kann man sich dann eben Camp Cretaceous ansehen. Da kriegst du noch ein bisschen mehr von dem Parkgefühl mit, gerade so in der ersten Staffel und auch später, ohne den ganzen Crap. Darum. Ja, ey, ohne Scheiß. Diese Animationsserie, wer sie bis heute noch nicht geschaut hat, sogar sie sagt es jetzt einfach. Toni war ihr Name, glaube ich. Ne? Sogar Toni sagt jetzt gerade einfach, ey, die Animationsserie ist besser als die Filme. Das ist einfach so. Außer Staffel 4 und 5, da kackt es halt komplett ab. Da haben die Produzenten an irgendeinem Fliegenpilz geleckt, ey. Aber ansonsten Staffel 1 bis 3 sind super geile Staffeln. Hab heute, bin 36. Dann alles Gute zum Geburtstag. 36, ey. Ich werde dieses Jahr 34. Ich bin nicht weit hinter dir eigentlich im Endeffekt. Das heißt, du gehst auf jeden Fall auch schon dreimal nachts pinkeln, schätze ich, in dem Alter. In den Büchern genügt noch der Wow-Effekt. Aber im Film auch, oder? Oder was meinst du jetzt? Im ersten Film war doch auch noch der Wow-Effekt da.
habe ich nämlich, darum habe ich Jurassic Park 3 und Jurassic World vorhin geswitcht. Mhm. Nochmal, weil ich drüber überlegt habe, weil ich mir gedacht habe, okay, Jurassic World hat mir wenigstens so dieses Park. Ich ärgere mich so, dass ich mit Andi ein Video aufgenommen hatte. Andi und ich haben uns hingesetzt und haben fast 2 Stunden lang, ja, wir haben kein Ranking gemacht, wir haben die chronologisch durch die Reihenfolge besprochen. Und ich könnte schwören, dass Andi da wieder eine andere Meinung hatte. Ich glaube, er hat da nämlich gemeint, ja, Jurassic Park 3 ist nämlich doch nicht so kacke wie Jurassic World. Ich bin mir aber nicht mehr ganz sicher. Wir wollten das Gespräch eh nochmal nachholen, aber halt nicht so bald, weil wir wirklich ewig lang gesprochen hatten über die ganze Nummer. Und ja, ich habe einfach vergessen, das Video abzuspeichern. Oder wie Colin Trevorrow sagen würde, andere waren dran schuld. In Jurassic World nicht mehr, das stimmt ja, da ist kein Wow-Effekt mehr. Nee, ich bin Bettnässer, ich kann durch. Das ist auch praktisch, ja. Ja, stehst einfach gar nicht mehr dazu auf. Das finde ich auch, ja, macht eigentlich Sinn. Mag Andi mehr Jurassic Park 3 oder Jurassic World? Andi mag hier in dem Video Jurassic World mehr. Aber ich meine, in unserer Aufnahme hat er noch gesagt, da habe ich aber auch ein paar Argumente gebracht, warum ich den besser finde. Und ich glaube, Andi hat dann am Ende auch gemeint, ja, stimmt eigentlich. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ey. Wir müssen das nochmal wiederholen. Das war so schade, dass ich das nicht mehr... Das sollte sogar einfach ein Silvester-Special werden. Das sollte als Premiere geschaltet werden, dass dieser Talk irgendwann beginnt und dann quasi in Silvester reinläuft als Premiere. Ja, das war echt scheiße und ich habe es nicht gespeichert. Ja, Gefühl ein genau bisschen das. Hier so ein bisschen. Ne? Ich gebe zu, es war nicht so stark wie bei dir, ja. Aber es war trotzdem so... Und Jurassic Park 3 war halt einfach nur lame. Ja. Genau das. Ja, genau das. Genau. Ja, ja. Deswegen sitzen die bei mir. Deswegen, auch. Aber es sind jetzt beides für mich auch, also auch Jurassic World ist jetzt für mich kein überragender Film. Wie gesagt, meine Hauptkritik. Er ist aber schön. Wenn du 2 beschissene Filme hast und der eine ist halt nur CGI und der andere hat wenigstens noch irgendwie Handwerk, finde ich den mit Handwerk trotz allem besser. Um das nur mal abschließend zu sagen zum Thema Jurassic World oder Jurassic Park 3. Jurassic Park 3 ist schon geiler. Also technisch. Ja, nur das ist technisch sauber Fall gemacht. Das kann man denen nicht vorwerfen. Alles klar, Andi Bar. Noch viel Spaß und übertreib's nicht, was du wahrscheinlich trotzdem machen wirst. Dann habe ich es aber wenigstens gesagt und bin raus aus dem Schneider. Genau. Er hat schöne Dinge. Er hat halt auch viel Crap. Ja, jetzt, ich wollte gerade schauen, welche, aber jetzt sind wir sind eh schon fast mit der ganzen Reihe durch, sehe ich gerade. Ja, also jetzt wird's relativ jetzt wird's easy. Ja. Also alles andere würde mich jetzt sehr jetzt überraschen. Jetzt kommt der erste. Also ich habe vergessen, hab ich nicht von null an angefangen, von null auf angefangen? Oder haben die einfach Jurassic World 2 abgearbeitet ganz schnell? Alles andere würde mich sehr überraschen. Nein. Ja, Jurassic Park 2. Ja, The Lost World. Ja. Habe ich damals im Kino gesehen dann tatsächlich. Nein, ich auch. Ja, das, ich erinnere mich noch sehr, sehr dran und ich war sehr begeistert. Finde ihn auch heute noch gut. Ja. Mit ein paar wenigen Ausnahmen. Ja, geht mir genauso. Also fangen wir mal an, dass ich das Intro, wo das Kleinkind an dem Strand zerlegt wird, mag ich insofern, weil... Ich muss hier wieder klug scheißen, die wird nicht zerlegt. Die überlebt das Ganze halt, die wird gebissen. Weil es das Intro vom ersten Buch ist. Hat mich gefreut. Ich habe die Bücher später gelesen und den Bezug... Ja, das stimmt aber wirklich. Das ist das erste Buchintro. Die Namen sind zwar anders. Im ersten Buch heißt die Familie nämlich Bowman mit Nachnamen, was übrigens dann später in Jurassic World Neue Abenteuer übernommen würde. Denn auch da heißt Darius, die Hauptfigur, eine der Hauptfiguren, heißt auch Bowman mit Nachnamen. Und im Buch hießen die halt Bowman und im Film hießen die irgendwie anders. Im Film stranden die aber auch an der Isla Sorna, also an der Insel. Und im Buch tauchen die Kompis auf dem Festland auf einmal auf. Weil Kompis sind quasi wie Ratten und die haben sich über den Jurassic Park in diesen Frachterschiffen dann versteckt und sind dann so auch an Land gekommen. Deswegen waren die im Buch auf dem Festland gewesen und im Film war die Familie an der Isla Sorna gestrandet. So. Ja. Mochte ich. Also mehr oder weniger ist ein bisschen abgewandelt. Aber wenn ich ganz kurz so reinkretschen darf, weil ich es witzig finde. Ich hasse es. Aber nur wegen einer Sache. Ich mag es auch erst, seit ich weiß, dass sonst wäre das halt, verstehe ich die Szene nicht. Aber ich mag den Bezug, dass sie es eingebaut haben. Ich mag diesen Cut nicht zu
Malcolm. Oh, das, Jochen liebt den. Oh, ich hasse den so sehr. Es ist so, ich weiß nicht warum, aber ich, es ist halt, klar, es ist eine ernste Szene und der Schrei von der Mutter ist halt, es hat fast schon was, weil es so drüber ist und so ein richtiger Horrorschrei ist, fast schon was Klischeehaftes. Aber dann auf Malcolm zu schneiden, der gähnt und man dadurch quasi so ein bisschen schnitttechnisch suggeriert, er hätte jetzt das Kind gefressen. Ach, das ist halt. Nein. Das war einfach nur der Kontrast der Szene. Denkt da irgendeiner dran, dass das rüberkommt? Also, nee. Das war einfach der Kontrast, dass sie einfach schreit und dann gibt es einen Cut und er gähnt halt. Im Hintergrund ist auch noch diese Insel abgebildet und dann merkst du, nee, er steht aber eigentlich am Bahnhof. Das war halt so ein kleiner Gag. Hätte jetzt nicht unbedingt sein müssen. Übrigens auch, das sollte ursprünglich anders aussehen. Das wäre auch eine deleted scene gewesen. Ursprünglich sollten wir nämlich von der Szene, wo, heißt die da auch Katie? Auf jeden Fall, wo die Kleine von den Kompis angenagt wird, soll es dann auch einen Schnitt geben zur Konferenz von Peter Ludlow. Also nicht zu Ian Malcolm, sondern eben in diese Injun-Konferenz rein, die wir dann auch später ganz kurz sehen. Sollte ursprünglich dann der Cut gesetzt werden. Und da gibt es auch eine gelöschte Szene. Die kann man sich sogar online anschauen im Internet. Die gibt's. Es ist so. Das ist halt ein blöder Joke. Es ist ein blöder Joke, aber ich kam mit. Also, das ist die einzige Szene, die ich selbst als Kind schon doof fand. Ja. Weil ich mit einer epischen Erwartungshaltung jetzt rankam. Und dann siehst du so einen Joke. Das war so. Verstehe und das ist einer der wenigen Punkte, die ich kritisiere. Aber ansonsten finde ich das mit den kleinen Videos kommen und dann. Ja. Ne, finde ich schon sehr gut. Ich bin auch froh. Ich hätte mal die Zeit. Ich fand es schade, dass die bei den Kompis gerade nicht das mit diesem Gift erwähnt haben. Das spielt ja auch im Jurassic Park Buch eine ganz große Rolle, gerade am Anfang, dass die Saurier ja wie so giftigen Speichel haben, der dann für Lähmungen sorgen kann oder auch eben dann für Fieber und so ein Kram. Das hätten sie in den Film noch mit einbauen können, finde ich. Weil dann macht das auch wesentlich mehr Sinn, warum Dieter Stark dann später gefressen werden kann von den Kompis. Weil er eben einfach immer wieder gebissen wird und dadurch dann quasi wie so eine Lähmung im Körper einsetzt. Das hätten sie noch reinbringen müssen, finde ich. Das wäre eine ganz coole Sache gewesen. Zombies sind böse Viecher, wie Piranhas. Ja. Im Prinzip. Also in der Serie, in der Reihe. In echt nicht? Ich weiß nicht, was der aktuellste Wissensstand ist. Können schon kleine Jäger gewesen sein, aber man ist sich nicht ganz sicher, ob sie jetzt giftig waren oder dann doch nicht. Und wie da der Stand ist, dass es handhabt, das. Aber wenn Saurier doch eher von Vögeln abstammen, großteils eben auch von Hühner. Eine Hühner-DNS übrigens ist die DNS, die am nächsten am T-Rex dran ist. Was sehr witzig ist. Das heißt, wenn ihr einen Huhn jagt, jagt ihr einfach gerade einen T-Rex. Merken. Aber es gibt Vögel, die giftig sind. Wenn die von Vögeln abstammen, gerade die Jagdsaurier eben und die Kompis sehen ja auch aus wie Raubvögel, dann würden die nicht giftig gewesen sein, glaube ich. Die sind ja auch in Jurassic Park, glaube ich, auch nur giftig, weil da wieder irgendwas dazugepanscht wurde, ne, an DNS. Ich habe das Easter Egg mit den Kompis und Hammonds Tod in der Serie gefeiert. In der neue Abenteuerserie gab's da Kompis groß? Gab's da eine Szene? Welche meinst du? Weil ich nämlich gerade gar nicht, wo was da passiert ist. Das Buch, glaube ich, auch anders als erst die Filme, aber ich weiß jetzt gar nicht. Ich habe die Bücher ja nicht gelesen wie du. Darum, sollte man machen. Ich weiß, auf jeden Fall. Du prügelst mir das schon seit. Es sind zwei Bücher, lies sie. Ich im nächsten Urlaub. Der zweite nimmt sich auch viel. Also Ich wollte Dune lesen. Anlage B im Buch ist sogar noch geiler als in den Filmen. Zumindest ganz anders. Ne? Das zweite Buch ist ja ganz anders als im Film. Ich höre Buch durchgedings, das geht auch voll klar. Ist gut. Ja, mach's vor dem nächsten Film. Okay. Okay. Genau, also die Szene, ansonsten den Grundgedanken, man hat ja im ersten Jurassic Park war ja das ganz große Thema Kontrolle. Ja. Und das wurde ja hier schon ganz offensichtlich entzogen, dadurch, dass die Dinosaurier frei leben. Aber sie haben ja trotzdem noch so ein bisschen die Illusion von Kontrolle, weil sie denken, es hat was von Aliens. Naja, nur weil wir Waffen da haben, haben wir die Kontrolle. Genau so ist Anlage B aber auch angelegt. Das ist ja die Forschungsanlage, in der man schaut, hier habt ihr Parkbesucher-Dinos, die sind schön, seht sie euch an. Hier schauen wir, was wir mit der Scheiße anstellen können und wie die sich natürlich verhalten und so. Das ist ein ganz wichtiger Punkt und sie scheint es sogar zu wissen.
dass das natürliche Verhalten auf der Isla Sorna ja durch Feldversuche herausgefunden wurde. Das heißt, die haben die Saurier wirklich zum Teil frei herumlaufen lassen auf der Insel, weil die bestimmte Krankheiten entwickelt haben, als sie eben eingepfercht waren und zu eng aufeinander eingepfercht waren. Deswegen haben die dann irgendwann diese Zäune so gebaut, dass die Forschungsanlagen in den Zäunen gebaut wurden und die Saurier eben außen laufen konnten, quasi frei herumlaufen konnten. Einer erzählt, dass die Kompis Hammond gefressen hätten und Darius meint dann, dass Hammond, echt, das weiß ich gar nicht, geil. Das ist cool, das ist echt geil. Der ganze Sinn von Isla Sorna im Buch und auch dann eben im Film. Ja, im Film war es doch so, dass es die Brutanlage war, ja, oder? Und die Forschungsstation eben, also Verhaltensforschungsstation und die Hauptbrutanlage war das, ja. Ja, gut, genau. Und die haben ja auch eine Forschungsstation drauf, ja, und so, ja. Genau. Guck mal, sie ist ja voll im Bilde, ey. Nicht cool. Malcolm, ich fand's gut, dass sie mit Malcolm gegangen sind und dass sie eben nicht, oder nee, andersrum, dass sie nicht das ganze Team wieder zurückgeholt haben. Ja. Weil, ganz ehrlich, nach den traumatischen Erlebnissen vom ersten Teil, da gibt es absolut Sinn. Auch Malcolm will ja erst gar nicht. Ja. Und nur, weil er ja hier seine Freundin quasi retten will, ist der einzige Grund, warum er sich über breit erklärt. Weil zuerst sagt er ja auch zu Hammond, ja, nein. Aber ganz ehrlich, wäre ich Sarah Harding, hätte ich auch ja gesagt. Wäre ich Andrea Sperling, würde ich auch ja sagen. Ja, das Gell, du musst nicht mal eine fiktive Figur sein, ich würde einfach auch ja sagen. Das Dumme ist, ich würde halt einfach auch ja sagen. Ich würde trotz allem ja sagen, obwohl ich wissen würde, wie es ausgeht. Ich würde trotzdem jetzt, wenn ich jetzt in diesen Film rein könnte, würde ich trotzdem ja sagen. Was eigentlich dumm ist, aber ich stehe dazu. Wenn du mich, ja, wirklich, nein, wenn selbst, du jetzt zu mir kommst. Selbst wenn ich mit ihr Malcolm befreundet wäre und der mir die ganze Scheiße erzählt, ja, die da abgelaufen ist und Hammond mich dann fragt, ja. Das war letztes Mal ein vollkommener Misserfolg, aber hey, diesmal kann es doch gar nicht so schlimm werden. Ich kann das ist auch so und sogar wenn es wieder so schlimm wird, ist mir scheißegal. Ist wirklich egal. Das sind dann so Lebensziele einfach. Einmal einem T-Rex mit einer flachen Hand eine knallen. Dinosaurier beobachten. Und es läuft ja auch ziemlich lang, ziemlich gut. Ja, nach den ganzen Filmen, die wir gesehen haben, und jetzt würde jemand kommen und würde sagen, ich habe da eine Insel. Dann ich bin selbstzerstört, ich bin da. Ich würde sofort lebendige sagen. Dinosaurier, count me in. Ja, sofort. Ich würde nicht mal nachfragen, wo und warum und was ist da drauf. Ich habe eine Insel, würde ich erstmal sagen, okay, komischer Flex, aber ich bin mit dabei. Ich will ja einen T-Rex jagen, damit ich vor meinem Haustier. Ja, das ist doch die Motivation von dem. Von Roland. Ja, von Roland. Aber ich finde das ein gut angelegter Charakter. Ich liebe ihn, weil Roland er ist fantastisch. Er ist ein Arsch, aber er ist nicht so ein richtiger Arsch. Weißt du, er ist kein hassenswerter Charakter. Ja. Und das ist gut, es gab eine gelöschte Szene von Roland, die total kacke war. Das war die, wo er sich dann da prügelt. Wo er sich dann da mit RJ vorher trifft und dann mucken dann da irgendwelche betrunkenen Deppen auf und dann haut er die zusammen. Mit den Händen aber auch noch auf dem Rücken, glaube ich, oder mit nur einem Arm. Das kommt so richtig lächerlich rüber. Ja. Seine Motivation ist nachvollziehbar. Ja. Die ist simpel, aber Ja, genau. Aber so, wo du sagst, so Menschen gibt es halt einfach. Ne? Das ist ein Jäger, der hat alles gejagt. Er sagt ja sogar, er hat jedes Raubtier auf der Welt bereits gejagt. Und erlegt, jetzt will er halt das größte Raubtier jagen, das es halt aktuell gibt. Und das ist eben der T-Rex im zweiten Film. Das stimmt schon, auf jeden Fall, ja. Und er entwickelt sich ja auch im Film noch weiter. Dann zum Schluss, wo er eben sagt, okay, ist mir jetzt eigentlich scheißegal. Ich habe einfach nur keinen Bock mehr hier zu sein. RJ ist sogar gestorben. Deswegen, ich habe keinen Bock mehr in der Gesellschaft des Todes zu sein, sagt er dann ja sogar. Einfach als Nebenfigur ist der komplexer als Owen Grady. Du weißt, ich bin ja selber Jäger und ich stehe mit Trophäenjagd ja da so ein bisschen auf Kriegsfuß. Ja. Und trotzdem. Trophäenjagd finde ich halt auch total für den Arsch. So, ich überlege ja auch einen Jagdschein zu machen. Ja, Trophäenjagd, das weiß auch nicht, warum man das irgendwo darf. So, das ist so ein Bullshit. Kann ich es aber nachvollziehen aus seiner Sicht, der alles Mögliche durch hat. Ne? Da geht es ihm ja tatsächlich auch darum, dass es eine Herausforderung ist, einen Dinosaurier zu erlegen. Ja, also ich kann das schon, darum habe ich es gerade auch so aus Spaß gesagt. Also
Ich meine, wer war das nochmal, der Steam sagt, Malcolm oder irgendein anderer Charakter sagt, da ist seit Millionen Jahren mal wieder ein Tier am Leben und das Einzige, was ihnen einfällt, ist umzubringen. Ja. Es ist schon sehr er hat aber ironisch. Diese Herabwürdigung für Dinosaurier. Da gibt es diese Jagdszene, die ist übrigens wunderschön. Ja. Das ist die Dino-Magie, die mir halt im Dritten fehlt und in Dominion und die Szene, wie sie mit ihren Jeeps durch diese Dino-Herden genau, fahren, das ist einfach so viel Dino-Magie. Und das stimmt aber, ja. Das ist auch eine saugeile Szene. Ey, Jurassic Park 2 ist schon sehr nah am ersten Teil dran. Nicht ganz, aber Jurassic Park 2 ist halt auch total geil einfach. Der mit dem langen Ohren. Ja, der Mönch, der mit der Tonsur. Ja, genau. Das ist ein Pachycephalosaurus. Schau, ich... Hat er den Pachycephalosaurus gemeint oder hat er den... Nee, der, doch, stimmt, ja, Pachycephalosaurus, ja, doch, stimmt. Ich krieg das nicht mehr zusammen. Ich hab grad Parasaurolophus und Dings verwechselt. Ja, aber diese Szene, sehr gut. Das ist die Spielberg-Magie, ja. Und David Koepp hat das Drehbuch dazu geschrieben. Der wird jetzt auch vom neuen Film das Drehbuch schreiben. Ich bin sehr gespannt. Wunderschön mit den Dinos, B... Roland ist halt auch ein gut angelegter Charakter, ja. Auch wenn er der Böse ist. Aber das ist halt auch gut, dass er... Ich empfinde gar nicht, dass er der Böse ist. Er ist für mich kein böser Charakter. Nein. Das ist halt der... Nee, finde ich halt auch nicht. Roland ist ja auch dann der, der einfach dann die Gruppe rettet. Der ja dann auch noch die Sarah und Nick und Ian Malcolm aus dieser Schlucht wieder hochzieht. Und dann sogar noch darauf eingeht, wie dumm die Idee war, den Baby-Rex zu klauen. Der ist ja nicht böse an sich. Der hat halt seine eigene Vorstellung von dem, was da abgeht, ähnlich wie John Hammond, und muss dann eines Besseren belehrt werden. Wie John Hammond auch. Der hat ja auch eine Vision gehabt, musste dann belehrt werden, das funktioniert eben so nicht. Und so ist es auch bei Roland, dass der eben dieses Tier jagen will und dann aber halt merkt, ey, das ist es aber eigentlich gar nicht wert. Das ist, eigentlich ist das alles Schwachsinn hier gerade. Der Suit da, der... Ja, das sowieso. Ja, also der ist, der, ja, ist es, er hat jetzt kein nobles Ziel, ja, aber er ist kein schlechter Mensch. So würde ich das jetzt in dem Fall sehen, aber ja. Genau. Ansonsten bin ich mir nicht sicher, ob es Kelly gebraucht hätte. Nee, aber du brauchst immer ein Kind. Also... Ja, das schon, aber ich finde, die Kinder in Jurassic Park 1 haben auch so eine Bewandtnis. Diese ganze Küchenszene hätte nicht so gut funktioniert, wenn das Erwachsene gewesen wären, finde ich. Gerade weil es eben Kinder sind, die eben auch ein bisschen hilfloser dann einfach sind. Da hat das so gut funktioniert. Und Kelly hat halt so eine Szene einfach nie bekommen. Das heißt, die ist einfach da, weil sie ein Kind ist und bekommt dann mal kurz eine Szene, wo sie einfach einen Raptor aus dem Fenster tritt. Die hättest du halt echt null gebraucht. Außer vielleicht, um so ein bisschen die Backstory von Ian Malcolm nochmal zu erklären. Wäre das übrigens heutzutage passiert, so ein Film, und Kelly wäre mit dabei, würden alle Vogue schreien, will ich nur mal ganz kurz dazu sagen. Ja. Das gab es damals halt noch nicht. Ja. Dafür nicht, aber es ist halt immer ein Kind am Start. Kelly hieß sie, oder? Habe ich es richtig im Kopf? Ich glaube schon. Seine Tochter. Ja, ich glaube. Ja. Ich habe es mir nicht ausgedacht. Ich fand halt diese, auch Kritikpunkt, ich fand diese Gymnastikszene. Ah, das ist schlimm. Das war ganz schlimm. Das ist schlimm, ja. Wie das sie mit den Flickflacks verbunden. Ja, ja. Es ist ja so, also ich habe halt überlegt, wäre der Film schlechter, wenn sie weg wäre? Nein, eigentlich macht sie auch nichts Wichtiges, oder? Ich meine, Lex im ersten Film schafft das System wieder anzuschalten, weil sie halt eine Hackerin ist. Tim trägt auch was mit dazu bei, irgendwie so minimal, weil der auch einen Dino-Nerd ist, eine Ahnung davon hat. Kelly kann ja eigentlich nix, ne? Sie kann weder mit Dinos umgehen, die macht einfach ein Lagerfeuer mitten auf einer Insel mit Dinosauriern, was schon mal scheiße war. Dann kann sie halt einen Flickflack machen, aber hat die irgendeine große Bewandtnis dann später, was man ohne Kelly nicht geschafft hätte? Ich glaube nicht, ne? Ich glaube nicht. Eigentlich nicht. Eigentlich wäre er nur sogar ein Ticken besser, weil diese Gymnastikszene nicht drin ist. Er gibt natürlich Malcolm nochmal die zusätzliche Motivation, aber auf der anderen Seite denke ich mir, der hat auch mit Sarah. Weißt du? Ja. Also die Motivation ist da. Aber es ist halt immer ein Kind im Start. Ich weiß. Was ich auch nicht mochte, die Szene sehr schlimm, was mich auch... Was hat denn Kelly im Buch gemacht, was so wichtig wäre für die Geschichte, was ohne Kelly nicht funktioniert hätte?
auch aufregt, ist, dass sie auf diese Pseudowissenschaft in diesem Teil reinkloppen. Wie, oh, wir brauchen, wenn sie das mit dem Kaugummi, das Bein von dem kleinen, von dem Baby-T-Rex mit dem Kaugummi fixen, dann so, wir brauchen irgendein Polymer, das das und das und das kann. Oh, ja, diesen Kaugummi brauche ich. Ja. So, mhm. Warum gibst du mir vorher eine 3 Sätze lange Exposition, was für ein kompliziertes Anstatt Ding einfach sein zu sagen. Ja, so schlimm war es aber nicht. Sie hat nur gesagt, ich brauche irgendwas, was haftet und was kleben kann. Dann steht er halt daneben und kaut. Das war halt wieder ein Gag gewesen, ja. Das war jetzt nicht so schlimm. Ja. Ja. Das ist so, ja, mit dem Holzhammer müssen wir da jetzt noch irgendwie wissenschaftlich klingen. Ja, ja. Ja, ne, jetzt, wir klingen fast zu negativ, weil ich mag, und ich weiß du auch, den Film ja wirklich. Wir haben jetzt 2 negative Punkte genannt. Ja, ich will es nur sagen, nicht, dass man denkt. Also ich bin wirklich großer Fan. Würde mir sogar noch ein paar mehr einfallen. Die Szene auf dem Boot macht null Sinn, wenn du halt nicht die Back-Info hast. Das ist sehr verwirrend. Dass das Schiff auf einmal dann ohne Besatzung durchs Festland durchkracht, wo noch diese Hand am Hebel hängt. Das verstehst du nicht, wenn du nicht irgendwie nachrecherchierst, was da abgegangen sein könnte. Das ist schon mal ein bisschen komisch. Dann, was mit Nick passiert ist, verstehst du nicht, wenn du nicht die Hintergrundinformation hast. Das sind so ein paar Sachen. Und diese krassen Ungereimtheiten hat der erste Film zum Beispiel nicht. Auch ein paar, minimal, aber nicht so krass wie im zweiten. Deswegen ist der erste auf jeden Fall vom zweiten. Ich würde ihm, ich weiß, haben wir bei dem anderen jetzt nicht gemacht, aber ich würde ihm, glaube ich, sogar eine 8,6 von 10 geben, so in die Richtung gehen. Ich finde es auch sehr gut, dass Andi übrigens mit dem Punktesystem beim vorletzten Film anfängt. Das ist super. Ich würde mal gerne wissen, was die jetzt aber dann den anderen Film gegeben hätte. Gegeben hätten. Wenn man die Szene am Ende in San Diego wegschneidet. Das ist irgendwie auch immer so ein Hit or Miss, ne? Die San Diego CS-Szene, entweder man mag die oder mag sie halt überhaupt nicht. Was sagt ihr zur Santiago-Szene? Soll ich da nochmal ein bisschen Back-Info abnörden? Diese Szene in San Diego war ursprünglich nicht für den Film geplant gewesen. Die war auch nicht im Drehbuch von David Koepp mit drin gewesen. Das ist auch der Grund, warum Nick Van Owen in San Diego nicht mehr mit am Start ist, weil der Schauspieler nur unterschrieben hat, für einen bestimmten Zeitraum mit am Set zu sein, der aber dann erweitert wurde, der Zeitraum. Und die San Diego-Szene wurde genau dann nachgedreht, als der Schauspieler von Nick Van Owen eben bei einem anderen Film schon wieder zu schaffen war. Deswegen ist Nick hier nicht mehr mit dabei. Des Weiteren ist die gesamte San Diego-Szene von Steven Spielberg, weil Spielberg ein riesiger Godzilla-Fan ist. Und deswegen haben wir auch Easter Eggs von Godzilla im Film. Zum einen heißt das Schiff, das den T-Rex ans Festland bringt, ebenfalls SS Venture. Das ist derselbe Name wie das vom Schiff, das auch King Kong ins Festland gebracht hat, im Originalfilm und glaube ich auch im Peter Jackson Film. Und es gibt einen Moment, wo man sieht, wie so Japaner vom T-Rex wegrennen. Und die sagen was auf Japanisch und übersetzt sagt einer von denen dann, deswegen bin ich eigentlich aus Tokio abgehauen. Das ist auch nochmal eine Godzilla-Referenz. Wie das gesamte Stadtszenario auch eine Godzilla-Referenz sein soll von Steven Spielberg, der eben ein riesen Godzilla-Fan ist. Deswegen fühlt sie sich auch so befremdlich an und deswegen ist Nick Van Owen nicht mehr dabei. Die war irgendwie verwirrend, ja. Die fühlt sich schon so an, als wäre das so ein DLC zum Film. Ne? So als wäre die einfach hinten dran gehängt worden, obwohl der Film eigentlich schon längst vorbei ist. Aber das ist eben der Grund, dass sie sich eben während dem Dreh vom Film überlegt haben, okay, machen wir das noch. So. Ja, wieso, der Film endet doch damit, dass sie von der Insel ab. Ja. Dann ja, ja. Mit einer solide. Ja. Ursprünglich ja, tatsächlich. 8,5. Also San Diego war halt wirklich. Das braucht keiner. Das braucht absolut keiner. Ja. Also es passt zum Rhythmus des Films auch überhaupt nicht. Das ist literally, was hier steht. San Diego ist nutzlos und passt auch nicht zum Rest. Das stimmt halt wirklich, ja. Wie gesagt, ich finde, der Vergleich mit so einem DLC finde ich eigentlich ganz gut. Eigenlob stinkt, aber ich finde, da habe ich einen ganz guten Vergleich gebracht. So ein DLC, der noch hinten dran geklatscht wurde, ist nett, wenn man den sieht. Wenn du es aber halt nicht gesehen hast, verpasst du eigentlich auch nichts. Wenn du San Diego nicht gesehen hast, ist egal. Ja. Noch mein Stichpunkt. Ja, es erzählt nicht mehr. Ja. Und es passt halt nicht. Nee. Das ist halt genau der Punkt. Und der Hund tut mir leid. In meiner Erinnerung sind es ungefähr 2 Minuten, aber das ist nochmal richtig lang. Ja, eine Viertelstunde, oder? Ja, ich hab, als ich den Film das letzte Mal gesehen habe, dachte ich auch,
warum ist da noch so, warum passiert da noch so viel? In meinem Kopf war, ich habe das komplett verdrängt. Ja, und auch warum, ich verstehe auch nicht, wie der T-Rex am Ende noch die Mannschaft aus dem Boot töten konnte. Ja. Und dann eingespielt. Guck, wenn man das halt nicht weiß, wenn man da, ohne Scheiß, dann kommst du da auch nicht drauf, wie das hätte passiert sein können. Was ja übrigens aber auch durch eine gelöschte Szene eigentlich hätte erklärt werden sollen. Die einfach auch nicht im Film war später. Bert ist trotzdem. Es ergibt alles. Es ergibt keinen Sinn. Es ist so, ich weiß auch nicht, warum sie es gemacht haben. Doch, tatsächlich, du siehst ja auch auf dem Boot noch, du siehst ja eigentlich schon auf dem Boot noch ungefähr, was passiert ist. Du siehst ja, dass sie, ja, den T-Rex, ich habe da auch mal ein Video dazu gemacht, meine ich. Dass sie, also ursprünglich war geplant, dass Velociraptoren sich an Bord geschlichen haben und dann eben die Besatzung dann da eben gefressen haben. Und dann sind die Raptoren eben einfach verschwunden. So, keine Ahnung, sollte so ein Geheimnis sein, so ein Mysterium sein. Und damit wollte man dann damals schon irgendwie so den nächsten Film so ein bisschen anteasern. Du siehst aber im aktuellen Film, wie das Gerüst, wo der T-Rex eigentlich drin transportiert wurde, auf dem Boot bereits offen ist. Und zwar nicht, weil es geöffnet, sondern weil es aufgebrochen wurde von innen. Das siehst du. Das heißt, das Tier ist eigentlich aus diesem Transportgehege erst ausgebrochen, dann auf dem Schiff lang gelaufen, dann eben die Leute gefressen und ist dann aber wieder betäubt worden. Wahrscheinlich von jemandem, der schwer verletzt war, der dann später auch noch gestorben ist. Und wurde dann wieder runtergelockt mit seinem Kind in diese Tore, die eben dann zugehen. Warum das passieren musste oder sollte, ist keine Ahnung, was das sollte. Damit das Boot wahrscheinlich ans Festland krachen konnte, keine Ahnung. Das ist einfach super merkwürdig. Und wenn diese. Vielleicht ist das in der gleichen Idee entstanden, in der Steven Spielberg seine Frau in Willy verwandelt hat. Ja. Das war ja viel früher. Ja, aber ich meine, der gleiche Denkprozess. Das kann durchaus sein. Nee, wenn diese. Ja, das zweite Buch ist vor allem ganz anders, ne? Auch Lewis Dodgson und sowas, das ist, ja. The Lost World, großartiger Film mit ganz vielen Kleinigkeiten, die halt nicht so durchdacht ja. sind. Ja, genau. Aber sehr viel Dino-Magie, sehr schön umgesetzt. Neues Setting, andere Thematik, trotzdem cool. Ja, das kann ich, glaube ich, genauso unterschreiben. Ja. Dann kommen wir zum besten Teil. Wir enden eigentlich immer am ersten, kann das sein? Was haben wir, über was haben, ja, bei Tanz der Teufel war es so, bei Indiana Jones war es so. Ja. Haben wir schon über Alien geredet? Bisher noch nicht. Nee, können wir auf jeden Fall mal machen. Da würde es anders aussehen. Bei mir zumindest. Bei dir, ja. Ja, bei dir. Wir haben schon so oft über Alien geredet. Ja, da kenne ich deine Meinung. Ja, ich weiß. Ich finde Alien 1 auch besser als Aliens. Genau, Jurassic Park 1 ist für mich durchgehend auch auf sich gestellt, auf eigenen Beinen stehend, ein fantastischer Film. Hervorragender Film. Er ist dramaturgisch nahezu perfekt aufgebaut, hat interessante Charaktere, glaubwürdige Charaktere, nicht nervende Charaktere, wo wir gerade wieder bei Kindern sind, ja, hat einen ja. fantastischen Score, herausragende Effekte, teilweise bessere Effekte, weil sie besser kaschiert sind bei den Dinosauriern. Das ist die Kombination aus praktischen Effekten. Da musst du aber wirklich mal vergleichen. Effekte im Dunkeln werden dann oft mit anderen Effekten verglichen. Es gibt also oft wird verglichen, das Jurassic World CGI mit den Raptoren im Trainingsgehege mit dem ausbrechenden T-Rex. Das kannst du aber nicht vergleichen. Die Nacht-bei-Nacht-Szenen sehen trotz allem in den Jurassic World-Filmen sehr geil aus. Die Tag-bei-Tag-Szenen, da kackt Jurassic Park leider echt ab inzwischen. Die Velociraptoren, das CGI im ersten Film, das ist nicht gut gealtert. Das Brachiosaurus-CGI ist auch nicht so gut gealtert. Das sind die animatronischen Dinge, die eben gut rüberkommen. Und eben das CGI im Dunkeln mit dem T-Rex, ganz klar. Effekten und CGI, ja. Ich meine, das war ja auch die Intention. Das war ja auch, wir wollen hier Maßstäbe mit diesem Film setzen. Und es hat funktioniert, es funktioniert heute noch. Bestes Beispiel, Jakob hat diesen Film nicht gesehen, bis vor 2-3 Jahren, als ich ihn genötigt habe, ihn anzusehen. Der meinte, er hat ihn als Kind nicht gesehen. Und dann wollte er ihn nie ansehen, weil er weiß, was der Hype drum ist. Und er hatte Angst, dass er ihn scheiße findet, weil er halt technisch aus der Zeit gefallen ist. Und deswegen hat er ihn sich nie angeschaut. Ich meinte,
wenn das deine einzige Angst ist, dann zieh ihn dir an, weil dieser der Film ist technisch nicht aus der Zeit gefallen. Den kannst du dir heute anschauen und der sieht teilweise besser aus als die CGI-Desaster, die wir die letzten 2 Jahre auf der Leinwand gesehen haben teilweise. Also wirklich, der ist so schön. Ja, und vor allen Dingen auch, wie es aufgebaut ist. Du hast einen Spannungsaufbau bei allen Tieren, ohne sofort in die Monster-Horror-Schiene reinzulaufen. Auch mit dem Raptor. Der Raptor, der ganz am Anfang in der Box da gegen die Wand läuft. Natürlich hat das Horror-Elemente, aber es ist trotzdem noch erklärbar als Tier. Es ist jetzt nicht so, dass er anfängt, das Metall zu fressen von dem. Und ne? Also es ist trotzdem noch tierisch erklärbar alles und nachvollziehbar. Gleiches auch beim T-Rex, der einfach nur nach seinen Instinkten handelt. Also es ist jetzt nicht so, wo er die beim Jeep quasi verfolgt, irgendwann hört er auch auf. Weißt du, ein Monster würde immer nicht aufhören nachzulaufen, bis du halt irgendwas machst. Ja. Er verliert dann irgendwann das Interesse. Darum, das ist, was ich sage, warum ich Jurassic Park so faszinierend fand, auch als Kind. Weil ich das Gefühl hatte, ich war halt wie du, großer Dinosaurier-Fan. Und dieser Film hat mir nahegebracht oder mir die Illusion gegeben, diese Tiere wirklich zu sehen, als ob sie Tiere sind und nicht irgendwelche Monster. Das hast Monster. Du auch ganz oft, die Szene, wo sie in einem Baum schlafen und dann der Kopf von einem Hals so rein. Wird ja auch noch gesagt, so der Vergleich mit, das ist eigentlich nur eine große Kuh im Endeffekt. Reinschaut und das ist so, das Mädel, ich glaube, das ist Mädchen. Lex. Ja, hat halt trotzdem erstmal Angst. Weil da ist ein riesengroßer Dinosaurierschädel vor deinem Kopf. Und wenn der erschrickt oder sonst was und dann schubst er dich vom Baum und zermatscht dich, auch obwohl das kein böser Fleischfresser ist oder dir was Böses will, aber es ist halt... Aber es ist groß. Ja, es ist groß und es ist trotzdem gefährlich. Und dann ist die Szene aber schön aufgelöst und es ist einfach so... Es ist magisch. Ja. Und weil du gerade über die Jeep-Szene, wo er das erste Mal durch den Zaun bricht, geredet hast... Mhm. Mein Lieblings-Funfact zu dem Film, vermutlich kennst du ihn, ist... Ich kenn ihn. Ja, das ist ja in der Szene ein mechatronischer, ist das das richtige Wort? Ein Stopp. Niemand hat gerade... Wo kommen denn all diese komischen Daumen daher? Das macht... Ich habe gerade keinen Daumen runter gemacht. Nein, ich wollte nur darauf eingehen, was sie für eine Szene wahrscheinlich meint. Die Szene, in der der T-Rex den Kopf durchs obere Glas durchrammt. Und dann Lex und Tim anfangen zu schreien. Und da haben die beiden Schauspieler wirklich Panik bekommen, weil die animatronische Figur in dem Augenblick wirklich eine Fehlfunktion hatte und quasi die Scheibe einmal zu tief runtergedrückt hat und eben auch das an der Seite so ein Stück von der Scheibe abbricht, war auch nicht geplant gewesen. Animatronic. Ja, ich weiß nicht, was ist das deutsche Wort? Animatronischer. Es ist animatronisch das richtige Wort, ja. Und der besteht halt aus so Schaumstoff geschnitzt, wie das halt so ist. Und in der Szene regnet es. Und das Gestell, auf dem der ist, ist nicht für das Zusatzgewicht von dem Regen ausgelegt. Und der Schaumstoff, aus dem er ist, hat sich vollgesaugt. Das heißt, in der Szene, wo der von oben durch das Dach von dem Jeep bricht, war nicht geplant, dass er durchbricht. Er sollte nur dagegen bumpern. Und die soweit es im Kompendium steht, das glaube ich sogar drin. Er sollte schon durchbrechen, aber er sollte eben nicht komplett runter das Glas auf die Kinder draufbrechen. Er sollte aber, meine ich, schon oben durchkommen. Die du in den Augen der Kinder siehst, die ist echt und die Angstschreie sind auch echt. Denn er sollte das nicht kaputt machen, er sollte stoppen und sie sollten erschrecken. Aber dadurch, dass es immer wieder Fehlfunktionen durch das zusätzliche Gewicht und die Nässe gab, war das halt einfach wahrer Horror für alle Beteiligten. Ja, und ich liebe... Und ihr müsst euch so überlegen, dass Steven Spielberg einfach so mitbekommt. Irgendwas stimmt da nicht, okay. Die Scheibe ist jetzt eingebrochen, das sollte eigentlich nicht passieren. Der gesamte T-Rex-Apparat ist mit dem gesamten Kopf da drin. Und Spielberg dann so, okay, halte einfach weiter drauf, das ist perfekt, das brauchen wir jetzt für den Film. So, es ist schon fies. Solche Szenen, wo du dann wirklich, es macht wirklich einen Unterschied, wo du dann halt wirkliche Angst mit einfängst. Das ist darum, wird es ja auch ganz oft so gemacht, in Die Hard zum Beispiel, wenn Hans Gruber fällt, musste man sein Gesicht anschauen, ihm wurde gesagt, alles gut, ihm wurde gesagt, okay, auf 5 lassen wir dich fallen. Also ja, okay, also Alan Rickman. Ja, und sie haben ihn auf 1, 2 und bei 2. Und darum merkst du. Ja, die das, Angst ist so die da. Die Angst ist halt wirklich so. Ja. Das ist halt, perfekt, genau. Wie gesagt, ich meine, ich kann diesen ganzen Film komplett durchlobpreisen. Zukacken mit
Ja, finde ich aber auch. Traumatisierte Kinder sind immer das Beste für einen Film. Du musst einfach Kinder in Filmen mehr traumatisieren. Deswegen sind Zack und Cray aber auch so kacke in Jurassic World. Du hättest die einfach mal echt, keine Ahnung, hättest du einfach mal einen Löwen freigelassen, dass die wirklich rennen und Angst haben. Das wäre es gewesen. Mit lustigen Funfacts. Darfst du gerne. Aber die meisten Leute, die kennen den ja schon. Aber das ist wirklich, das ist so gut. Ja. Weil das ist halt auch einfach die Unberechenbarkeit des Dinosauriers. Und ich glaube, der Film, du hast vom Spannungsbogen und den Charakteren geredet, der beruht halt sehr stark auf dem ersten Buch. Ja. Und der wird ihm auch gerecht. Weißt du, man sagt immer, die Buchvorlage ist besser. Ich finde, der Film wird dem Buch sehr gerecht. Ja, vor allem ist die Buchvorlage aber auch so krass anders. Das finde ich ja so schön daran. Auch wenn ich natürlich das Buch erst gelesen habe nach dem Film, weil ich... Ich auch. Zu jung war dafür einfach. Aber sie haben auch Dinge geändert. Ich wusste aber auch erst sehr spät, dass Jurassic Park eine Buchverfilmung ist, um ehrlich zu sein. Ich habe das sehr spät erst rausgefunden. Die mich nicht stören, die ich im Buch gut finde, zum Beispiel ist Hammond ein Riesenarschloch. Das habe ich schon gehört, ja. Ja, und stirbt auch im ersten Teil. Oh, Entschuldigung. Spoiler, es ist... Also im Buch, ja. Ja, das haben sie geändert. Hammond ist der liebenswerte, nette Typ, der sagt, mach das zugänglich für alle, los. Er ist auch der, der sagt, nee, wir brauchen nicht mehr Sicherheitsvorkehrungen, wir haben das genau abgemessen, wir müssen auch aufs Geld achten, klar. Aber er ist kein so ein inhärenter Corporate-Wichser. Dafür haben wir jetzt einen Anwalt. Ja. Weiß nicht, ob der Buch auch ist. Weiß ich nicht mehr, ist auch schon eine Weile her. Aber der nimmt aber das ist auch Rolle. Eine gute Änderung. Ja. Warum wird denn hier als dieses Daumen-runter-Smiley-Ding abgespielt? Das irgendwie denkt das Programm, dass sie das macht. Aber es macht hier einfach niemand diese Geste. Und dass er dann auch nicht stirbt, ist auch nicht enttäuschend, weil den guten Hammond sterben zu lassen, hätte an dem Punkt auch keinen Sinn gemacht. Ja. So einfach, der wird, glaube ich, auch von Kompis zerfleischt. Der rutscht aus und dann... Ja. Finde ich gut, dass sie es geändert haben. Es passt einfach und es war schön. Und warte, was haben wir hier noch? John Hammond haben sie aber auch erst nachträglich so geändert, ne? Also John Hammond wurde ja wirklich im Film so geändert, weil Richard Attenborough eben so ein liebenswürdiger Mensch war. Deswegen hat Spielberg gesagt, okay, lassen wir mal nicht sterben und er wird eben auch nicht so ein Arsch. Ich wollte noch was sagen zu der Szene, die leider entfallen ist. Mit Samuel L. Jackson, mit Arnold, Mr. Arnold, der stirbt. Ja. Ich weiß nicht, ob du das wusstest, aber... Ja, da habe ich auch schon ein Video dazu gemacht. Andi wird jetzt erklären, was genau da abgegangen ist. Die haben diese Szene zu Teilen gedreht, dass du siehst, wie der Raptor ihn killt. Und dann gab es einen großen Sturm und das Set wurde kaputt gemacht. Und dann konnten sie diese Szene nicht fertig drehen. Oh nein. Nee, das war ein bisschen anders. Die Szene wurde nämlich nicht gedreht. Die Szene sollte nachgedreht werden und Sam Jackson konnte nicht ans Set fliegen wegen dem Sturm. Das heißt, er hat keine Chance gehabt, wegen diesem Sturm ans Set zu kommen. Es wurde vielleicht auch noch zerstört dann deswegen, dieser Bunker. Aber der Grund, warum er eben nicht da war, ist der, dass er halt nicht losfliegen konnte aufgrund dieses Sturms. Die Szene wurde nämlich nicht gedreht. Die war, deswegen haben sie nur die Hand, die auf Ellies Rücken fällt. Ursprünglich solltest du aber noch sehen, wie Samuel L. Jackson in diesen Bunker reingeht. Da gibt es auch die Drehbuchauszüge, da habe ich halt schon mal ein Video auf dem Hauptkanal davon gemacht. Er sollte eigentlich dann merken, dass er halt keine Taschenlampe mit dabei hat und er sieht ja im dunklen Bunker nichts. Deswegen hat er die Tür leicht aufgelassen und hat dann da so einen Schuh dazwischen gelegt, damit die Tür ein bisschen aufbleibt. Und so ist dann auch der Raptor da reingekommen, weil die Tür eben offen gewesen ist, damit er halt auch was sieht und eben Licht hat. Und dann sollte man eben dann noch sehen, wie Ellie nicht nur den Arm, sondern den gesamten Körper von Sam Jackson findet. Und da haben sie auch die Requisiten schon gehabt. Das meint Andy vielleicht. Die Requisiten gab es schon von dem ganzen Torso und Körperteile von Sam Jackson. Und die haben sie aber halt dann nie verwendet, weil die Szene halt nie gedreht werden konnte. Nein! Ja, und dann, verdammt, was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Und haben halt das dann einfach so gelöst. Okay. Ja, und das würde ja keinen Sinn machen, wenn das jetzt zerstört worden wäre. Hätten sie auch das nicht drehen können. Was ich tatsächlich sogar, ich hätte es gerne gesehen zwar, aber ich glaube, schnitttechnisch ist es sogar noch besser. Ja. Weil einfach zack, ne, es wird gar nicht groß. Ja. Du hast halt, es kommt halt sehr. Gut, du hättest höchstens so drehen können, dass du halt siehst, wie Sam Jackson reingeht, dann eben den Schuh dahin legt und die Tür so einen Spalt weit auflässt und dann siehst du halt immer so einen Lichtspalt und irgendwann geht der aber einfach zu und dann hörst du nur dieses Raptorengeräusch. Und dann gibt es wieder einen Schnitt zurück zu Ellie oder so. Das wäre auch cool gewesen. Plötzlich, weil du hast nicht, normal hast du bei sowas immer so diesen großen Abschied. Den Spannungsaufbau und dann, ja. Und das ist einfach zack. Vorbei. Und ja, die hatten einen großen Sturm. Und noch ein weiterer Funfact, den ich reinbringen wollte, den habe ich dir aber auch.
auf der Autofahrt heute schon erzählt, aber für die Zuschauer vielleicht noch. James Cameron wollte die Rechte erwerben an Jurassic Park und Steven Spielberg kam halt zuvor und er hat dann zu Steven Spielberg gesagt, also James Cameron, es war gut so, denn er hätte, also er hatte eine sehr klare Vorstellung, was er daraus machen wollte und es wäre ein weiterer Aliens gewesen. Also sehr in eine Horrorrichtung hätte gegangen. Hätte ich auch gut gefunden. Das müssten wir echt noch kriegen, so einen schönen Horror-Jurassic Park, ey, das wäre auch geil. Ja, den Sturm sehen wir übrigens aber auch im Film selber, ne? Es gibt diese Szene dann, wo eben Nedry am Boot anruft, dann sehen wir ja, wie so ein Sturm über das ganze Land fegt und das ist der echte Sturm. Den haben sie halt mit aufgenommen und dann eben für den Film verwendet. Also wenn es gut gemacht gewesen wäre, hätte ich es auch gut gemacht, mit Sicherheit. Aber ich bin sehr dankbar um den Jurassic Park, wir bekommen haben. Weiterer Fun Fact, es gibt diesen Shot übers Besucherzentrum und da sind so Arbeiter, weil es noch nicht fertig gebaut ist. Sie wollten es eigentlich fertig haben, aber es hat nicht mehr in Time geklappt. Ja, das stimmt auch. Ja, das ist richtig. Die Arbeiter, die da sind, sind tatsächliche Setbauer. Am Arbeiten. Das sind keine es sind keine Statisten, die Parkarbeiter spielen. Nee, es sind Setbauer, die man dann halt einfach drin gelassen hat, weil man gesagt hat, ja, warum nicht? Der Park ist ja noch nicht fertig. Passt schon. Das stimmt, ja. Aber das finde ich passt auch extrem gut zum Film. Weiterer Fun Fact. Ja. Ich spiele mit unserer Tochter immer Raptor. Bist du der Raptor oder sie? Ich bin der Raptor. Sie merkt das immer sofort, wenn ich dann so in die Haltung reingehe und mache. Oh. Und dann grinst sie und rennt weg und lässt immer alles fallen. Es ist so süß. Geil. Die Raptoren-Szene in der Küche ist auch einfach gut. Ja, die ist verdammt gut. Die ist richtig, also die ist so einen schönen Spannungsbogen, aber sehr horrorlastig. Da sind wir wieder bei dem Punkt. Das ist aber auch mit die gruseligste Szene, also die auch versucht, am horrorigsten zu sein. Ich finde, in dem Bunker mit ja, das ist die Raptoren. Ja, der Bunker auf jeden Fall, dann der Ausbruch vom T-Rex war auch schon Horror, oder? Dunkel, es regnet, wir haben so Blitze, das finde ich auch schon. Allgemein. Sagen, ja. Aber trotzdem wieder, obwohl sie sehr starke Horrorelemente haben, die Raptoren verhalten sich an keiner Stelle, vielleicht mit der Türe, dass sie. Ja, das finde ich auch. Die Türe zu öffnen, vielleicht noch ein bisschen, aber sie verhalten sich, ich weiß nicht, ob ein Tier, sie werden ja sehr intelligent dargestellt. Das wäre die einzige, wo man sagen könnte, okay, da ich könnte. Der Polar kann inzwischen auch Türen aufmachen. Ich kann mir eher vorstellen, dass das Tier einfach aufgibt und weggeht. Kommt drauf an. Ich meine, wie viele Katzen sind schon in Goldfischtanks gefallen, weil sie oben versucht haben, die Klappe aufzumachen? Ja, das stimmt. Also, wenn der Jagdtrieb da ist, ich weiß es nicht, kann man ja auch nicht sagen. Wir haben ja nicht gleichzeitig gelebt, um die tatsächlich zu erforschen. Nee, vielleicht kommt es ja noch. Ja. Trotzdem sehr schön gemacht. Was halt nicht ganz so akkurat ist, ist das Design. Ich meine, die gesamte Weltgefühl hat das die Vorstellung von einem Raptor von Jurassic Park geprägt gekriegt. Ist halt viel zu groß. Er ist ein Utah-Raptor. Ja. Nein. Also ja, es ist schon ein Utah-Raptor, aber das ist nicht der Grund, warum die Raptoren da so falsch aussehen. Da kommt morgen ein Video von mir sogar online. Zum Thema Raptoren im Jurassic Park und eben in echt. Und zwar ist das Ding, das Deinonychus, das war der Gedanke. Ein Deinonychus, Michael Crichton wollte eigentlich den Deinonychus einbauen. Der Utahraptor wurde erst nach dem Buch entdeckt, also nachdem das Buch veröffentlicht wurde. Der Deinonychus allerdings, der wurde auch mit Veloci am Anfang betitelt. Das heißt, es gab diesen Velociraptor, eben den Veloci Deinonychus. Und dadurch halt, dass man die Tiere damals noch nicht so getrennt hatte, Deinonychus und Raptor, die waren relativ zusammengepackt immer. So wie der Bronto und Apatosaurus, glaube ich. Nur halt andersrum. Dadurch hat man dann eben die Größe vom Deinonychus genommen. Der ist größer als der Raptor, in echt. Noch nicht ganz so groß wie in den Filmen. Und lustigerweise hat man dann eben die Raptoren in den Filmen noch ein bisschen größer gemacht. Und danach, nachdem das Buch draußen war, wurde dann erst der Utahraptor entdeckt. Und der sah halt dann genauso aus wie die Raptoren in Jurassic Park. Trotzdem, oder? Aber die also sagen, eigentlich. Es ist ein Velociraptor. Ja, das ist halt falsch. Ja. Ja. Wir waren, die meisten Raptoren sind mehr so Truthahn groß. Also die meisten Naja, Velociraptor ist Truthahn groß. Der Utahraptor ist schon wesentlich größer und die Atrociraptoren, die waren auch bisschen größer. Raptorenarten. Wir waren ja dieses Jahr in Utah und dann hatte ich so den Moment, wo wir da standen. Ach ja, Moment. Es war so wirklich so, hier. Also, war interessant, aber wir haben leider keine Raptoren gesehen. Oh. Ja. Glück gehabt, sonst wärt ihr vielleicht auch einfach gegessen. Nein, weil ich hätte. Nee, die sind ja, die Utahraptoren, ja. Die wären wahrscheinlich dann schon ein bisschen krasser drauf gewesen. Ja, gemacht. Aber das stimmt ja, ist echt so.
Das geht nur, wenn die blaue Streifen haben. Ach so. Oder ich hätte einen Laserpointer an. Weiterer Funfact übrigens. Wenn sie... es ist Nedry, der sich die Überwachungskamera anschaut, kurz bevor er losläuft, ja, im Regen. Das ist eine Videoaufnahme. Und ja, das stimmt. Das siehst du ganz unten. Da läuft einfach so die, da läuft so diese Timeline-Spur läuft da einfach mit. Du siehst unten in der Ecke den Play-Button. Den Play-Button. Oh, das ist, no. Mir ist das nie aufgefallen. Ich habe das in so einer Fun-Fact, in so einem Video mal, so einem Listicle-Video, ja, gesehen. Und ich wette, das ist denen einfach aufgefallen. Die haben sich halt nie gedacht, dass irgendwann Leute das so krass analysieren werden. Anziehen, das ist wie der Stormtrooper, der sich den Kopf anhaut. Kopf anschiss, wenn, ja, wenn du es einmal gesehen hast, ist es immer da. Sie haben es digital entfernt. Haben sie? Den Stormtrooper meine ich, ach so, ja. Ich finde das... Aber ich habe noch die alte Version, da ist noch drin. Ja, da ist noch drin, habe ich auch. Und darum nur die alte Version, weil ich finde, das nimmt dem Ganzen einfach was. Weil wenn es passiert ist und draußen ist, wenn sie es vorher entdeckt... Vor allem ist es mir seit meines Lebens nicht aufgefallen, bis es mir jemand gesagt hat. Und genauso ist es mit dem Playbutton in, ja, der Überwachungskamera auch. Das gehört dann irgendwo dazu. Ja, der... Die haben Nedry einfach verarscht wahrscheinlich. Die haben nie auf dem gewartet am Boot. Die haben einfach gesagt, schick dem halt mal so eine Datei. Der macht die ja sogar noch auf im Film, glaube ich, die Datei. Ne? Er klickt die ja sogar noch an. Die haben sich gedacht, komm ey, sag dem Trottel einfach, dass das eine Live-Aufnahme wäre. Ja, er sieht doch dann die Zeitspur. Na, der rafft es nicht. Der Dennis ist ein bisschen dumm. Der versteht es nicht. Der Film ist halt rund und gut. Also. Ja. Bin wieder da, hab ein paar halbe mehr im Gicht. Okay, das, ja, das glaube ich dir. Ja. Da kann man sich an so einer Kleinigkeit auch, ja, aufhängen. Also ja, aber ich denke, dann haben wir es doch sehr, sehr schön auf den Punkt gebracht. Dann, Toni, genau, bevor ich es vergesse, wo findet man dich? It's Tonisaurus auf Twitch und tonisaurus.rex auf Instagram. Hallo, ich bin Toni und ich mag Dinosaurier. Hallo. Okay, da habt ihr es jetzt auf jeden Fall. Hier auch mal vorbeischauen bei Toni, die hat anscheinend kein YouTube, macht ja aber nichts, deswegen Instagram und Twitch mal vorbeischauen und auch beim lieben Andi von Screenfire. Und wie gesagt, vielleicht machen wir irgendwann nochmal gemeinsam einen Talk zum Thema Jurassic Park und Jurassic World, wo ich dann einfach nicht vergesse, auf Play zu drücken. Am schlausten wäre es einfach, wenn wir das mal live machen würden. Der Andi und ich. Das wäre wahrscheinlich echt am cleversten, weil da kann ich nicht vergessen, abzuspeichern. Mir geht's noch gut, aber wann kannst du dich nicht mehr lesen? Seit wann? Ach so, seit ich alt geworden bin. Also schon seit gestern. Ich habe keine Ahnung, ey, hier leuchtet ja, das seht ihr halt gar nicht, ne? Mir leuchtet ja alles in die Fresse rein, wenn ich sowas mache. Auch wenn ich hier Livestreams mache. Guckt euch das mal an. Da? Da? Und das da hinten sehe ich halt auch noch hier in der Dingsbums, ne? Deswegen kann ich halt sauschwer auf diesem Bildschirm was lesen, weil es aber auch so klein hier ist. Ich brauche ein Monokel. Das ist edler als eine Brille.